Tja, wunderschönen guten Abend hier im Taz-Café zu unserem Gespräch, warum noch links? Ich räume ein bei der Frage, warum noch links? Das hat so einen leicht depressiven, so einen leicht melancholischen Anklang, also als ob sozusagen hier heute ein Abgesang stattfinden soll. Das ist explizit nicht die Erwartung, die zumindest ich an dieses Gespräch habe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht und Robert hat sie, glaube ich, auch nicht, sondern der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist schon die, dass vor 10 Jahren es verpönt war, über Kapitalismus zu reden. Das Wort im Grunde kaum auftauchte. Inzwischen reden alle über Kapitalismus. Die Bücher, die geschrieben werden mit Abgesängen, reihen sich. Wolfgang Streeck, Wolfgang Engler, Wolfgang Merkel schreibt über die Krise, Robert Miesig hat jetzt jüngst ein Buch veröffentlicht, was Kapitalismus heißt, also auch da sozusagen so das Ende einer Epoche beschworen wird. Und aber auf der anderen Seite erleben wir, dass die Dynamik, die politische Dynamik zumindest hierzulande derzeit eher von rechts ausgeht. Und wenn Schirmacher noch vor 5 oder 6 oder 7 Jahren geschrieben hat, unter Berufung auf einen britischen Konservativen, dass er beginnt zu glauben, dass die Linke recht hat, angesichts von bestimmten Krisenerscheinungen im gesellschaftlichen Alltag, so erleben wir hier heute ja tatsächlich ein Erstarken der AfD. Wir können nach Polen gucken, wir können nach Frankreich gucken, Le Pen, wir können auch nach Österreich gucken, kommen wir gleich auch noch darauf zurück, wo am Sonntag ein grüner Bundespräsidentenkandidat und ein FPÖ-Bundespräsidentenkandidat in die Stichwahl gehen. All diese Dinge finden statt und insofern ist, wenn der Kapitalismus ein Leichnam ist, das ist ja in der Linken schon oft beschworen worden, ist offenbar doch ein ziemlich flotter Leichnam. Und was macht die Linke? Und da fängt es bei mir dann an. Da hadert man dann natürlich auch sozusagen mit seinem eigenen Stall. Also diese Selbstgenügsamkeit einerseits, dieser Versuch nach rechts zu schielen und begeistert von den Erfolgen der Rechten zu gucken, inwieweit man denen nicht irgendwie ihre Schäfchen abspenstig machen kann. Dann zum Teil auch eher instrumenteller Umgang mit bestimmten Formen von Alltagsbewusstsein. Aber eben auch die Streits darüber, ob man jetzt eigentlich sich bemühen sollte und darum kämpfen müsste, in einzelnen Ländern zu regieren. Und auf der anderen Seite hat man dann so Situationen wie die in Griechenland, ne? Also dass alle begeistert nach Griechenland gucken, alle Syriza und Varoufakis und Tsipras ihre Hoffnungen setzen und dann, nachdem die Regierung dort durch die europäischen Institutionen gegen die Wand gefahren wurde, in so eine Art Melancholie verfallen und dann nicht selten innerhalb der Linken auch die typische Form der Besserwisserei anfängt, die eigentlich darauf hinausläuft zu sagen, wir haben es euch eigentlich vorher gesagt, hättet ihr es lieber gelassen. Das sind so Dinge, die bewegen einen natürlich, die bewegen mich heutzutage und was sind die Fragen, was sind die Antworten? Bevor man aber zu Antworten kommt, ist vielleicht erstmal, was sind die richtigen Fragen, die man heutzutage stellen muss und wo sollte es, wo müsste es, wo könnte es lang gehen für eine Linke? Und insofern geht es mir persönlich so, ich bin durchaus ein optimistischer Linker, aber es geht ja nicht um mich als Individuum, sondern um die Frage, was macht die gesellschaftliche Linke, was bietet sie an? Kann sie mobilisieren, kann sie überzeugen, kann sie anstecken und gewinnen, damit gesellschaftliche Veränderung tatsächlich passiert. Und natürlich habe ich persönlich ein Interesse an einer offenen, einer weltzugewandten Linken, die zuhören kann, die Ideen aufnimmt, die gesellschaftliche Debatten anstößt. Und dann kommt dieser Artikel in der Zeit von der vorigen Woche, vom 7. Mai, kann die Linke noch kämpfen, wo die Autoren Rainer Forst und Bernd Ulrich von einer ohrenbetäubenden Sprachlosigkeit der Linken sprechen. Na, so oder so. Also, hier vorne sitzen einerseits Robert Miesig, Jahrgang 1966, Journalist und Schriftsteller aus Wien, der heute dankenswerterweise hier ist, um mit mir gemeinsam über die Fragen zu diskutieren, ob sich da was abzeichnet, ob man da was für tun kann und was man da gegebenenfalls für tun kann, wo die richtigen Fragen oder vielleicht auch Ansätze für Antworten sind. Mein Name ist Klaus Lederer, ich bin hier der Landesvorsitzende der Linken, Jahrgang 74. Und ich sage noch mal was zum Verfahren. Robert und ich haben gerade mal durchgerechnet, wir kennen uns seit über 20 Jahren und wir haben durchaus die Erfahrung gemacht, dass wenn wir einen Abend zusammensitzen, es auch mehrere Stunden dauern kann, miteinander zu diskutieren. Das wollen wir heute natürlich nicht, sondern wir wollen jetzt erstmal eine Stunde in etwa hier miteinander reden und dann hier vorne liegt ein Mikrofon, das kabellos ist und was hier im Saal dann auch rumwandern kann, selbstverständlich auch Ihnen die Gelegenheit zu geben, sich einzubringen mit Statements, mit Co-Referaten, die vielleicht aber 3, 4, 5 Minuten nicht überschreiten sollten und nach so circa 2 Stunden würden wir die Veranstaltung dann auch beenden, was ja nicht ausschließt, dass man die hervorragenden Möglichkeiten des Taz-Cafés im Anschluss noch nutzt und noch so ein bisschen ins Gespräch miteinander kommt. Ich habe schon was zu Europa gesagt. Ich glaube auch, dass bestimmte Fragen der Linken, anders als manche Diskurse es derzeit so nahelegen, nationalstaatlich nicht mehr zu lösen sind. Robert, du kommst aus Wien.
In Wien finden gerade ganz spannende Sachen statt. Heute hat ein neuer Bundeskanzler, Herr Kern, seine Regierungserklärung abgegeben und am kommenden Sonntag ist die Stichwahl in der Bundespräsidentenwahl. Wie haben wir das alles einzuordnen? Was passiert da eigentlich? Wird jetzt Faymann einfach durch einen anderen sozialdemokratischen Bürokraten ersetzt und alles geht so wie immer weiter? Oder findet sich da, spielt sich da tatsächlich eine Entwicklung ab, die irgendwie interessant ist für das, was wir heute diskutieren? Na, ich glaube, dass es in jeder Hinsicht interessant ist. Also, oder beziehungsweise, bevor ich das sage, danke ich dir, dass du mich da eingeladen hast, mit dir dieses Gespräch zu führen und Ihnen auch, dass Sie hierher gekommen sind. Ich glaube, dass das, was in Österreich jetzt passiert, in vielerlei Hinsicht interessant ist für die Frage, die wir hier diskutieren. Also beginnend damit mit der Frage, wozu überhaupt noch links oder warum noch links? Ja? Weil man könnte ja auch die Frage, man könnte ja auch zur Antwort kommen, man braucht eh nicht links. Es würde ja so ein modernes Mitte-Regieren mit schöner weltoffenen Liberalismus und so weiter schon reichen, wäre auch schön. Also viele kommen ja zu dieser Haltung, also nicht nur Rechte, sondern auch durchaus Menschen, die wir uns auch nahe fühlen, in mancher Hinsicht kommen ja zu der Ansicht, dass man eigentlich jenseits von links und rechts agieren muss. Ja, also das ist ja nicht eine ganz so blöde Frage. Nur was wir sehen in Österreich seit Jahren ist, wenn die Linke versagt bei ihren ureigenen Aufgaben, es eben nicht beim schönen Liberalismus bleibt, ja? Sondern dass dann eine Art von Verdruss, eine Art von Gereiztheit, ein politisches Vakuum entsteht, in das die radikale Rechte reinfährt. Und insbesondere, wenn die Linke jetzt mal groß gesagt, meine Anklage oder mein Nörglertum oder mein, was auch immer, wie man das nennen mag, also durchaus meine Kritik, also Kritiker ist ja ohnehin mein Beruf, insofern ist das mit der Kritik der richtige Begriff, würde ich meine Kritik sowohl richten auf die unorganisierten basislinken Gruppen und was auch immer und so fort, die natürlich sich auch in ihren Milieus und Kokons einschließen, aber genauso auf Regierungslinke wie müde gewordene Sozialdemokraten mit ihrer Politsprache und ihrem Politjargon und mit ihrer Apparatschikhaftigkeit und so weiter und so fort. Ja. Also wenn die Linke in diesem breitesten aller Sinne ihre Aufgabe nicht erfüllen kann, dann fährt er die Rechte rein. Ja. Und insofern erleben wir die Gefahr, die vor denen viele in Europa stehen, in Österreich in a nutshell, und seit letzter Woche erleben wir auch die Chancen, die wir hätten in a nutshell. Also Christian Kern und der Führungswechsel innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, die immer noch die führende Regierungspartei ist, das ist mehr als ein Austausch eines Parteivorsitzenden, das ist, ich habe das vorher gerade gesagt, so etwas wie eine innerparteiliche Revolution, nicht eine Revolte. Eine Revolte ist es auch, die Revolte hat Faymann zu Sturz gebracht, aber das, was jetzt passiert, ist sozusagen eine innerparteiliche Revolution unter extrem komplizierten Bedingungen. Ja? Also du bist in einer großen Koalition mit der Christdemokratie drinnen und in einer Regierung, du bist du stehst in der Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten und musst in dieser Konstellation eine Art das Corbyn-Sanders-Experiment machen. Das ist natürlich nicht so einfach. Das ist einfacher aus der Opposition heraus und so weiter und so fort. Ja. Also alleine die anti-elitäre Rhetorik, wenn man so will, also das gegen die politischen Eliten und wo sie uns hingeführt haben, ist natürlich relativ schwer zu führen in einer Partei, die sozusagen seit gefühlte 70 Jahre regiert. All das macht es schwierig, aber die Chance ist jetzt da. Christian Kern, also vielleicht gibt es ja auch ein bisschen Leute, die sich hier interessieren für österreichische Innenpolitik. Man interessiert sich ja immer für Österreich, insbesondere wegen diesem Rechtspopulismus-Laboratorium. Und Christian Kern ist halt sozusagen ein Bahnmanager, der von außen gekommen ist, aber auch ein Sozialdemokrat seit ewigen Zeiten. Also beziehungsweise wie ich ihn kennengelernt habe, den kenne ich noch länger als ich dich kenne, den kenne ich seit 35 Jahren, da war er noch ein Grüner. Ja? Also hat die alternative Liste in Simmering gegründet, ja? Damit man sich das vorstellen kann, das ist, wenn man mal die alternative Liste in Marzahn gründet, also nicht gerade, also sozusagen, das ist ein Uphill-Battle, der Reform der Sozialdemokratie ist dagegen ein Kinderspiel. Ja. Ja, das ist die Situation und er trat jetzt an mit einer Botschaft of Hope and Change, weil das ja auch klar ist, also sozusagen
das ist ja jetzt, sind ja nicht nur Worte. Ja, das sind ja nicht nur Worte. Eine Linke, die nicht als Kraft der Veränderung auftritt, ja, sondern nur als Kraft von, was ja hier auch der Fall ist, was ja bei euch zum Teil ja auch der Fall ist. Also diese Abgleitfläche gibt es ja, wenn du die AfD hast und so weiter. Aber wer zu uns, damit man das Schlimmste verhindert. Ja? Eine Linke, die nur mehr das Programm hat, das Schlimmste zu verhindern, die sozusagen mit den Slogans, impliziten Slogans in Wahlen geht oder in die gesellschaftliche Auseinandersetzung, wählt uns, weil mit uns wird es langsamer schlechter. Ja? Eine solche Linke wird doch niemand begeistern. Wie sexy ist denn das? Ja? Eine Linke, die erfolgreich war, war immer, wenn man so will, dreierlei oder viererlei. Einerseits Kraft der Modernisierung, der gesellschaftlichen Modernisierung, Kraft der Demokratisierung, Kraft der sozialen Gerechtigkeit und Kraft des Aufstiegs der einfachen Leute, der Aufstiegschancen für die einfachen Leute. Und wenn sie das nicht so wieder zurückkriegt, ist es ganz schwer. Ja? Das ist, glaube ich, relativ leicht zurückzubekommen. Ja? Also das ist eine Frage des Stils, das ist eine Frage der Prioritäten und so weiter und so fort. Das lässt sich auch innerhalb des Nationalstaates realisieren. Ja? Bestimmte Elemente davon. Ja? Bestimmte Sachen, irgendwo ist dann eine Grenze. Die Grenze ist natürlich, wie wir heute alle wissen, dass manche sich eben nicht mehr im Nationalstaat organisieren lässt. Ja? Dass wir sozusagen innerhalb dieses europäischen Konzerts und dann überhaupt auf supranationaler oder internationaler Ebene Antworten brauchen und nicht nur Antworten, weil das mit den, jetzt rede ich auch schon in diesem Polizjargon, ja? Es geht ja nicht um Antworten alleine, es geht ja sozusagen auch um zu wissen, mit welchen Mechanismen ich diese Antworten durchsetze. Ja? Wie macht man das eigentlich? Ja? Darauf haben wir ja doch alle keine Antworten. Und zweitens hat man, glaube ich, keine, nur beschränkte Antworten drauf auf die Frage, auf überhaupt welche Antworten die richtigen sind. Ja? Natürlich kann man kurzfristig in den Instrumentenkasten des westeuropäischen Wohlfahrtsstaates und seiner keynesianischen Wirtschaftsdoktrin greifen. Muss man auch. Ja? Daran ist ja nicht alles falsch. Also ganz im Gegenteil, vieles, insbesondere im Vergleich zu dem, was man sonst jetzt macht, ist ja davon alles richtig. Ja? Also, warum lachst du so? Nein, weil ich dir dazu stimme. Ach so, weil es nicht alles falsch, aber es wird nicht reichen. Sozusagen, verglichen mit der Austeritätspolitik und kurzfristig noch dazu, ist natürlich das, was Keynesianismus heißt, öffentliche Ausgaben, öffentliche Investitionen, um die Rolle des Staates stärken, aber auch um private Investitionen zu fördern, die richtige Antwort. Und wenn die Alternative ist, soziale Verelendung durch Sozialpolitik, ist natürlich das Richtige, Verhinderung sozialer Verelendung durch keynesianische Investitionstätigkeit und Ausweitung der Staatstätigkeiten und Stabilisierung der Nachfrage. Aber es bewegt sich dann doch in der Logik eines Kapitalismus des 20. Jahrhunderts, der aber heutzutage seine Funktionslogik verändert hat. Also vieles von dem, was früher funktioniert hat, wird auf Dauer hier nicht mehr funktionieren oder es wird auf Dauer nicht die gleichen Resultate zeitigen, die es mal gezeitigt hat. Wohlstand für alle, ja, diese Erhard, also quasi diese Mitte-Geschichte. Ja, das wird auf Dauer nicht mehr funktionieren, weil das System als solches anders funktioniert. Und dann muss man sich die Frage stellen, was bedeutet das? Das sind die Fragen, die Paul Mason aufwirft und die ich eben auch in meinem Buch Kapitalismus aufwerfe. Weil wenn wir das nicht mehr so hinkriegen, wie es mal funktioniert hat, ja, dann muss man sich ganz was anderes überlegen. Ja. Und dann muss man vielleicht auch eine langfristige Transformation dieses kapitalistischen Systems zu etwas anderem. Und da ist uns Linken auch ein bisschen immer der Blick verstellt. Ja? Weil wir haben dann immer, oh Gott, wir denken dann an Lenin und an Marx und dann haben wir unsere Revolutionsvorstellungen, die in etwa lauten, man hat sozusagen ein System X, dann gibt es den Tag Y, das ist sozusagen das große Erweckungserlebnis der Revolution und nach dem Tag Y ist alles anders. Ja? So hat man sich das vorgestellt, ja? Also so grob. Ja? Gesellschaftlichen Transformationen, wie sie real in der Geschichte ablaufen und erfolgreich in der Geschichte ablaufen, sind vielleicht viel eher am Muster des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus zu verstehen, wo sozusagen beide Systeme sich sozusagen so wie tektonische Platten überschoben haben oder so weiter und über 300 Jahre lang noch auf irgendeine Art und Weise parallel bestanden haben. Aber
aber sich sozusagen eine gesellschaftliche Veränderung durchgesetzt hat. Und da würde ich sagen, da müsste man heute ganz anders denken, nämlich in Richtung eines möglicherweise tertiären Sektors, der solidarischen Ökonomie, der Genossenschaften, neuer Formen von Genossenschaften, auch der technologische Wandel gibt ja da völlig neue Möglichkeiten, so wie er auch gleich neue Notwendigkeiten aufwirft. Also ich meine, Genossenschaft in der digitalen Peer-to-Peer-Ökonomie ist was anderes als Genossenschaft im 19. Jahrhundert, logischerweise. Also in all diese Richtungen müsste man denken. Und da muss man ja auch offen sagen, da haben wir ja alle zusammen noch überhaupt keine Antworten. Ja, es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir wissen eh alles besser, wüssten eh, wie es ginge und es fehlen uns nur die Mehrheiten. So ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Ja. Ich würde da gleich mal einhaken. Srećko Horvat, den kennst du ja auch, einer der Mitstreiter von Yannis Varoufakis mit dem Versuch, jetzt so eine paneuropäische Bewegung für Veränderung herbeizuführen. Er hat ein schönes Zitat oder einen schönen Satz, sind mehrere Sätze. Ich lese sie jetzt einfach mal vor, weil die mir ganz gut gefallen haben, wenngleich ich dann sozusagen danach auch eine Frage anschließt. Srećko Horvat hat gesagt, die Linken halten sich am verlorenen Objekt fest. Sie binden sich narzisstisch an etwas, das bereits verloren ist, statt nach vorne zu schauen und auf die Zukunft hin zu handeln. In Bezug auf die ganzen Ereignisse in Griechenland sah die Situation in der internationalen Linken so aus. Bevor Tsipras und Yannis an die Macht kamen, war die internationale Linke sehr mit Masturbieren beschäftigt. Und als dann das Referendum kam, hatte sie fast einen Orgasmus. Doch am Tag nach dem Referendum schob sie Tsipras und Yannis Varoufakis die Schuld dafür in die Schuhe, dass es mit dem Orgasmus nicht geklappt hatte. Ich halte das für ein typisches Beispiel dafür, sich der eigenen Impotenz nicht zu stellen. Die zweite Krankheit können wir jetzt im Moment ganz gut beobachten. Dieselben Leute, die Tsipras zugejubelt haben, die komplett hinter ihm standen und fast einen Orgasmus haben, masturbieren heute zu Jeremy Corbyn in Großbritannien. Wir müssen beide Krankheiten bekämpfen. Die Melancholie auf der einen und den in der Regel falschen Enthusiasmus auf der anderen Seite. Jetzt gucken wir uns die Linke an. Naja, aber ohne Enthusiasmus ist nie ganz falsch, das oder? Das finde ich ja auch. Trotz alledem sozusagen ist es ja, er sagt ja, man muss sich auch der eigenen Impotenz bewusst werden. Also nun, wer redet schon gerne über seine eigenen Impotenzen. Aber trotz alledem, glaube ich, ist es ja völlig sinnvoll, ne, sozusagen, bevor man, ich schließe die Frage dann auch noch an, bezogen auch auf Österreich, bevor man sozusagen in den nächsten Enthusiasmus verfällt, ja durchaus auch nochmal sinnvoll sozusagen so mal die Lage zu sondieren. Nun, du hast die traditionalistische Linke, die kenne ich nun recht gut, seit 1989, die hat sich nicht nur an der Idee der politischen Freiheit versündigt, sondern sie schwebt auch mehr oder weniger im eigenen Saft und ist vornehmlich damit beschäftigt, quasi ja, wie so ein Teheraner Wächterrat, darauf aufzupassen, dass andere, die sich auch als Linke bezeichnen, keine falschen Sachen machen, keine bösen Sachen machen. Und ja, im Grunde sozusagen verstehen sie sich so ein bisschen als Bewahrer, als Tempelwächter des 1989-90 de facto geschredderten Erbes. So, dann hast du die sozialdemokratische Linke, über die reden wir ja nun auch. Interessanterweise hat ja nach dem Rücktritt von Faymann Sigmar Gabriel jetzt auch sozusagen zumindest eine rhetorische Kehrtwende vollzogen und ein paar Aspekte benannt, die man normalerweise eher auf linke Parteitagen hört. Hat lange Zeit über Wettbewerbsfähigkeit und Strukturreformen geredet, das tut sie auch heute noch. Und kriegt eigentlich nicht mal mehr Keynesianismus hin, weil du es ja eben sagtest. Keynesianismus, es ist nicht alles falsch im nationalstaatlichen Rahmen, es auch mit keynesianistischen Rezepten zu probieren. Ich glaube, es ist noch nicht mal im stadtpolitischen Rahmen völlig sinnlos, sowas zu probieren. Aber selbst das funktioniert ja nicht mehr. Und dann hast du die sozialistisch-demokratische Linke, so will ich sie jetzt mal nennen, also das, was ich nach 1989-90 zusammengefunden hat und gesagt hat, wir müssen mal versuchen, einen Neuanfang zu wagen. Wir müssen auch mal versuchen, uns ein paar neue Fragen zu stellen. Und die bleibt im Wesentlichen aber auch stehen bei dem immer wieder Fordern von Umverteilung, was jetzt also auch seit 20 Jahren weder falsch ist, noch unnötig wäre, aber was jetzt letztlich auch erst einmal nicht unbedingt die mobilisierende und auch nicht unbedingt die neue Idee ist, hinter der sich sowas wie gesellschaftliche Truppenteile versammeln könnten, die sagen, okay, es lohnt sich sozusagen, dahinter steht eine Idee, ein Projekt, auf das man perspektivisch hinarbeitet, auch wenn man noch nicht auf alles eine Antwort hat. Was ist denn jetzt bei so einer Revolution von oben? Also wo siehst du denn da jetzt sozusagen die Anknüpfungspunkte? Also gibt es da was man jetzt erwarten was kann? Was meinst du mit Revolution von oben? Naja, also ich meine innerhalb der SPÖ. Es ist nicht nur eine Revolution von oben. Dann, genau, das interessiert mich. Es ist nicht nur eine Revolution von oben. Wenn du dir anschaust, was Faymann de facto zum Sturz gebracht hat, dann war das der 1. Mai am Wiener Rathausplatz. Und 1. Mai in Wien ist immer noch das Größte von Europa. Also nicht so das Läppische, was ihr da zusammenbringt. Und der Parteivorsitzende der Sozialdemokratie trat aufs Pult, da bei der größten Kundgebung der Sozialdemokratie und circa, weiß ich nicht,
2000, 3000 seiner Parteifunktionäre haben ihn weggebuht und weggepfiffen. Das hat ihm natürlich final das. Ich hätte jetzt fast Genick gebrochen gesagt, ich finde das soll man bei Abgetretenen, die schon am Boden liegen, nicht mehr sagen, aber es war dann aus. Ja? Es war dann aus. Und das waren ja auch grausliche Szenen. Ja? Also das gönne ich nicht mal meinen schlimmsten Feind. Ja? Wie soll ich sagen, die Sozialdemokratie in Österreich ist so wie überall linke Parteien sind, also es gibt ja noch viele junge Leute, es gibt ja auch noch viele wache Leute, die extrem frustriert waren und extrem satt waren und die ja nur gewartet haben auf das, dass jetzt sowas passiert. Ja. Und natürlich hast du gleichzeitig die Apparatschik-Fraktion, die jetzt diese Revolution abgesegnet hat, unter Anführungszeichen, oder auch mitgetragen hat, aber natürlich in der Hoffnung, dass diese neuen Kräfte oder die Kräfte von außen ihnen den Arsch retten. Und wenn die Kräfte von außen ihnen den Arsch gerettet haben, dann werden sie schon wieder in den Apparatschutzmodus zurückkommen. Das ist alles klar. Ja? Mhm. Aber natürlich ist das auch gibt es da jetzt extrem viele Energien und positive Energien auch von draußen und die kommen natürlich jetzt, also sozusagen alleine am Tag nach Kerns, also erster Stellungnahme als Parteivorsitzender, hat 6 bis 8 bis 10 Parteieintritte in jedem Bezirk gegeben, das heißt ca. 10.000 oder ca. 1.000 Parteieintritte an einem Tag, ja, das hat es glaube ich im letzten Jahr. In den letzten 15 Jahren nicht gegeben. Ja. Also, dass diese Energie ist sozusagen eine populare Energie, nennen wir es mal so, oder eine Basisenergie. Ja. Was war darüber hinaus die Frage? Naja, was ist da jetzt sozusagen zu erwarten? Also wir haben ja beispielsweise, ich könnte jetzt an vielen Stellen durchexerzieren, nach wie vor immer noch das Problem, dass Parteien, die sich sozusagen als Parteien der Arbeit verstehen oder als klassisch sozialdemokratische Parteien verstehen, doch sehr fixiert sind sozusagen auf die Wiederherstellung des Normalarbeitsverhältnisses, bestimmte Blicke auf soziale Entwicklungen nicht haben, auch sehr nationalstaatlich denken. Also Europa ist ja eine spannende Frage. Was soll ich sagen, was zu erwarten ist? Ich will nicht gar nicht sagen, was zu erwarten ist, weil ich weiß nicht, was man erwarten kann. Ich würde eher sagen, was meiner Meinung nach passieren sollte. Ja? In der Hoffnung, dass das der gegenwärtige Kanzler genauso sieht. Ja? Passieren sollte erstens mal, dass man natürlich, man muss sozusagen diese linken Parteien, welche es immer sind, ja? Es ist doch völlig wurscht, ob das alte Sozialdemokratien sind, alte und gewendete Linksparteien wie eure, völlig neue wie Podemos, transformierte wie Syriza, die demokratische Partei mit einem starken Sendersflügel, wer hätte sich denn das alles so gedacht? Es ist doch völlig egal, welche es sind. Sie müssen sich aufmachen, sie müssen zu Bewegungsparteien werden und sie müssen sich der Zivilgesellschaft öffnen, sie müssen zu Bewegungsparteien werden, das wie sie früher waren, aber natürlich nicht so, wie sie es früher waren, weil das mit den Bataillonen der Arbeiterklasse, das ist heute alles ein bisschen zerfledderter, wie wir alle wissen, also da musst du durchaus fluider sein, ja, und du musst dich diesen jungen Hipsters genauso öffnen wie, was weiß ich, den Sozialinitiativen und was auch immer. Ja? Also was Train of Hope und ich sage immer so im Scherz in Österreich, ja? Also es gab ja diese großen Bewegungen um die Flüchtlingsbewegung und die jungen Leute, die am Hauptbahnhof das alles gemacht haben, übrigens mit der ÖBB, von der Christian Kern kommt, ja? Ist auch kein Zufall, die hießen Train of Hope. Ja, und da habe ich immer gesagt, ja, schaut euch doch an, wenn Viktor Adler, der Gründer der August Bebel von Österreich, heute auferstehen würde und wir würden ihm dorthin führen, würde er tränende Augen bekommen und sagen, ja, das sind unsere Leute. Gell? Und ich würde sagen, na, die wollen mit uns nichts zu tun haben. Ja? Und dann würde er sagen, was ist mit euch eigentlich los? Also solche Leute braucht man doch, also diese Bewegungsgeschichten musst du doch da reingekriegen. Also du musst das ganze Funktionieren linker Parteien doch irgendwie neu aufstellen und natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad leichter, wenn du neu gründest. Ja?
Also, aber es war auch schon für Syriza schwer zu lernen, wie man mit einer modernen Zivilgesellschaft umgeht nach Syntagma, also nach der Bewegung des Syntagmas quers. Das war eine neue Bewegung und das hat auch nicht so ganz zur Partei passt. Also, dann musste man auch irgendwie kulturelles Lernen, ja? Ich nenne es so, kulturelles Lernen war da schon notwendig auf beiden Seiten. Ja? Und bei euch wird es wahrscheinlich, würde es auch viel kulturelles Lernen erfordern und bei einer Apparatpartei wie der Sozialdemokratie noch viel mehr, ja, ist ja eh klar. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, sich zu allen, sozusagen, natürlich, wenn die Linie sein muss, eine linke Partei, Bewegungspartei, linke Kraft, muss eine Partei der sozialen und demokratischen Reform sein oder soziale und demokratische Reformpartei, wie ich das schon Bernstein nannte, ja, dann ist das sozusagen mal eine schöne Richtschnur. Ja. Was man aus dieser Richtschnur macht, ist natürlich dann Detailarbeit. Es ist ja völlig klar, was bedeutet das unter den Bedingungen der Digitalisierung, was bedeutet das unter Transformation einer Ökonomie, wo die großen Branchen, die traditionell die große Wertschöpfung geschafft haben und damit auch für das Arbeiterheer die besten Löhne zahlen konnten, plötzlich leer sind und nur mehr von Robotern bedient werden und dort niemand mehr was verdient. Ja? Und das die und sozusagen das Arbeitskräfteheer in die Dienstleistungssektoren abfließt, wo du traditionell wenig verdienst. Ja? Was bedeutet das für soziale Sicherheit? Was bedeutet das für Sozialsysteme? Was bedeutet das aber auch für das Aggregat als Ganzes, das Kapitalistische? Sozusagen, wo kommt dann eigentlich die Nachfrage her, wenn es keine Arbeiter gibt, die gut verdienen, sondern nur mehr Roboter, die nichts verdienen? Ja? Also das sind ja alles entscheidende Fragen, auf die wir noch überhaupt keine Antwort, also sozusagen, wo ich vorher so angedeutet habe, wo die Antwort hingehen soll. Und da müssen wir ja doch extra, sozusagen, da müssen wir doch den ganzen Grips einsetzen, aber den Grips müssen wir uns auch ein bisschen der Realität zuwenden. Das heißt, wir sind ja ein bisschen, die Linken sind relativ geschickt darin oder so relativ gut trainiert, unseren Grips, der unendlich ist, ja, und wir sind ja sozusagen die genialsten und brillantesten Menschen, ein bisschen esoterischen Debatten manchmal zuzuwenden und diesen den Hard Stuff nicht wirklich. Ja. Also da haben wir, glaube ich, alle ein bisschen etwas zu tun. Ja. Und das ist natürlich auf allen Ebenen notwendig. Also ich kann die Frage jetzt an dich auch zurückgeben. Ja. Ich meine, du kandidierst als Spitzenkandidat einer Partei, die in der Opposition ist, aber die ja sozusagen natürlich so etwas wie eine Regierungsperspektive hat, was aber ja wurscht ist, weil du sozusagen aus der Opposition kannst ja agieren. Aber vielleicht bist du in einem halben Jahr Vizebürgermeister oder wie das heißt bei euch. Also Bürgermeister heißt es bei euch, weil der nicht Vize ist, der heißt Oberbürgermeister, genau. Auch schön. Ihr habt die schöneren Titel. Was bedeutet das in einer Kommune wie Berlin, in der quasi, sozusagen, natürlich ist die Hauptstadt Deutschland, das ist sozusagen arm, aber sexy, wissen wir alles, aber gleichzeitig ist sie sozusagen aus der Welt betrachtet, ist es die Hauptstadt des Neoliberalismus, ja, weil es ist die Hauptstadt, in der Schäuble regiert, ja, sozusagen der Brezhnev dieses Systems, ja. Also das ist sozusagen symbolisch eine nicht schlechte Stadt. Ja? Also wie ich heute weggefahren bin von meinen Revolutionsfreunden und meinen letzten Mails ins Kanzleramt geschrieben habe, habe ich gesagt, ich kann jetzt die nächsten zwei Tage nicht da sein, because first we take Vienna and then we take Berlin. Ja? Also, Klaus. Naja, also wir haben Janis Varoufakis beispielsweise schon auch nochmal eingeladen, hierher zu kommen. Und er hat eigentlich auch zugesagt, jetzt hoffen wir, dass wir einen Termin mit ihm finden, weil ich schon auch glaube, dass die Frage, wer hier in Berlin regiert, nicht völlig egal ist. Nur man muss sich auch keine Illusionen hingeben. Also wenn ich jetzt Wahlplakate in die Stadt hängen würde, wo ich draufschreibe, nehmen wir den Schwarzen, naja, die sind hier der kleinere Koalitionspartner, aber egal, immerhin sitzt hier die Bundesregierung, nehmen wir den Schwarzen Berlin ab, dann würde das vermutlich relativ wenig Resonanz auslösen, weil die Berlinerinnen und Berliner einfach ein paar andere Probleme haben. Also musst du mal gucken, du hast das Pflicht- und das Kürprogramm. Ne? Das Pflichtprogramm ist erstmal, die Stadt wird miserabel regiert. Wir haben, hier fällt die Infrastruktur zusammen, hier funktioniert der öffentliche Dienst nicht, hier hast du im Grunde auch keine Schritte dahin, die Stadt für die Zukunft flott zu machen. Also wenn wir über so eine Sache nachdenken, wie beispielsweise, wie kriegt man den Nahverkehr zukünftig so organisiert, dass er als einziges Medium, an dem wirklich alle teilhaben können, auch für alle benutzt
nutzbar ist und wie kriegt man das auf eine Art und Weise hin, dass es auch bei zunehmend steigenden Kosten eines Nahverkehrs in einer Weise sozial verträglich läuft, dass es einerseits gerecht zugeht und andererseits niemand da ausgegrenzt wird. Wie kriegst du ein Schulsystem so organisiert, dass alle die gleichen Bildungschancen haben, unabhängig jetzt von sozialer oder ethnischer Herkunft? Das sind dann schon alles im Grunde Dinge, die kommen on top. Erstmal musst du dafür sorgen, dass also der öffentliche Dienst funktioniert, dass die Infrastruktur flott gemacht wird. Und da sind wir hier mit der Situation konfrontiert, dass wir unter Schuldenbremsenbedingungen, also das schlägt dann im Übrigen der strukturelle Rahmen, in dem wir hier arbeiten, auch wieder zu, dass wir unter Schuldenbremsenbedingungen uns was einfallen lassen müssen, weil wir kommen hier nicht umhin, in den nächsten 10 Jahren um die 20 Milliarden Euro zu investieren. So, die hat man jetzt nicht einfach rumliegen, hat sich ja rumgesprochen. Klaus Wobereit hat es ja zum geflügelten Wort gemacht, dass diese Stadt hier nicht aus den Vollen schöpfen kann und dass es uns gar nichts nützt, dass hier irgendwelche Reichsbank-Tresore sind, weil die sind leer. In denen finden sich die Euros nicht. So, also das ist sozusagen etwas, was man machen muss. Ne? Und man macht es dann möglicherweise, das macht es nicht einfacher, auch nicht aus einer Situation heraus, dass die Stadtgesellschaft mehrheitlich sagt, es ist jetzt hier massiv Zeit für einen Wechsel und wir wollen jetzt hier mal eine Mitte-Links-Regierung, damit die das mal anpackt, sondern dass wir vermutlich die Situation haben, dass die SPD, die hier seit 27 Jahren regiert, meint, jetzt ist, wenn sich der alte Koalitionspartner abgeschliffen hat. 27 Jahre? Ja, Diebchen? Ja. Diebchen? Naja, da haben sie auch mitregiert. Da haben sie auch mitregiert? Na klar, Oh Gott. So, und die jetzt im Grunde zwar auch ein Problem haben, weil 23% ist auch nicht mehr so berauschend wie in den frühen 90er Jahren, aber dass sie eigentlich der Ansicht sind, dass bei ihnen nur die Frage ist, mit welchem Koalitionspartner sie hier regieren und wie man alles wieder weiter so machen kann, wie man es bisher gemacht hat. Das ist ein Teil des Problems. So, diesen Diskurs führen sie auch nicht, sondern sie sind da auch sehr, sehr selbstgenügsam und sich ihrer Sache sehr sicher. Gut, das entscheiden dann Wählerinnen und Wähler. Aber dann kommt eben das zusätzliche Problem. Wir hatten jetzt diese Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt mit dem ja für viele unfassbaren Ergebnis, dass 25% der Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Und dass es möglicherweise hier in Berlin so sein wird, dass es kaum andere Konstellationen gibt als so eine Rot-Rot-Grüne. Also dass was anderes rechnerisch gar nicht drin ist, wenn du die AfD draußen halten willst. Aber es ist natürlich auch kein politisches Projekt zu sagen, wir bilden eine Abwehrkoalition, um die AfD fernzuhalten vom Regieren. So. Also da gibt es Ideen, da gibt es Vorschläge, aber das ist halt das Pflichtprogramm. Das musst du hier leisten. Du stehst hier, das hatten wir unter Rot-Rot das Problem ja auch, wir mussten hier die Drecksarbeit machen, die Stadt aufräumen, aber dafür kriegst du auch nicht unbedingt Beifall. Und du hast dann möglicherweise eine Diskussion mit einem Teil einer durchaus bewegungsorientierten linken Stadtgesellschaft, die das mit dem Regieren ohnehin sozusagen eine völlig blöde Idee findet und hast dann sozusagen auch noch den Zwei-Fronten-Krieg sozusagen unter dem Druck aus gesellschaftlichen Regierungsgegnern heraus, hier irgendwie den Laden flott machen zu können und auf der anderen Seite eben auch noch gucken zu müssen, was du darüber hinaus gebacken bekommst. Dann glaube ich aber eben auch, und das ist ein Grundproblem ja nicht nur der deutschen Linken, sondern vieler Linksparteien, auch in dem von dir im weitesten Sinne verstandenen breiten Rahmen innerhalb der Europäischen Union, dass die Fixierung auf den jeweiligen Handlungsrahmen immer noch sehr, sehr zentral ist und immer noch sehr, sehr bestimmend ist. Und natürlich auch das Denken innerhalb von Gesellschaft, das immer noch sehr bestimmt. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der der soziale Status eines Menschen natürlich auch von seiner Stellung im Erwerbsleben abhängt. Wie will ich eine Debatte unter diesen Bedingungen eine Debatte führen, die die Frage der Verteilung zwischen Arbeit, Freizeit, politischem Engagement und so völlig neu stellt, die wir aber werden führen müssen, weil wir mit einer Situation konfrontiert sind, dass von einem Normalarbeits- und Lohnarbeitsverhältnis, was immer noch Maß aller Dinge ist, an dem sich Politik orientiert, Menschen vermutlich in 10, 15 oder 20 Jahren in Größenordnung nicht mehr werden leben können, weil schon jetzt eben Scheinselbstständige, Selbstständige und so weiter, die überhaupt keine soziale Absicherung verfügen, einen immer größeren Teil innerhalb des Arbeitsmarkts ausmachen. Und ich eben auch glaube, dass eine Linke niemals einfach nur eine Stadt besser verwalten können muss, sondern eben auch noch sozusagen so ein überschießendes Moment von Gesellschaftsveränderung braucht, was irgendwie auch die gesellschaftlichen Diskurse verändert. Also du brauchst, wenn du Dinge durchsetzen willst, das Machtzentrum ist nicht das Parlament. Das Machtzentrum sind auch nicht die Senatsverwaltung. Das glauben viele, aber das ist real nicht so. Sondern wenn du etwas durchsetzen willst, dann brauchst du irgendwie einen gesellschaftlichen Rückhalt, einen gesellschaftlichen Druck, um das dann auch durchsetzen zu können. Und da sage ich an der Stelle, ich habe einen großen Respekt vor der Aufgabe, so oder so. Das wird alles andere als einfach werden. Und trotzdem glaube ich eben, dass wenn sich diese Option ergibt, dass eine Linke sie ergreifen muss. Und dann hast du die Diskurse, aber ihr seht ja, wo das alles immer endet. Es gab noch keine linke Regierung in Deutschland
ja so ein gern benutztes Bonmot, die aus einer solchen Regierungsbeteiligung ansatzweise mit mehr Wählerinnen und Wählerstimmen rausgekommen ist, als sie reingegangen ist. Also man verliert da immer nur, das nützt nichts, man muss doch auf die Straße. Auf Landesebene meinst du? Und auf kommunaler auf Landesebene. Ja. Auf Bundesebene war die Option ja noch nicht da. Ja. So. Wobei ich auch da an der Stelle, da gebe ich dir recht, glaube, dass eine Linke das viel stärker einfordern muss und dass auch sie eigentlich gut daran täte, über die klassischen Umverteilungsforderungen, die sicher richtig sind, auch noch hinauszugehen. Also ich glaube, das muss man machen, wenn sich die Option ergibt, aber man muss es tatsächlich auch versuchen einzubetten in irgendeine Idee, wie man gesellschaftliche Veränderungen über das reine, wir regieren eine Stadt besser hinaus, in irgendeiner Weise mobilisierend hinbekommt. Das ist sozusagen das Schwere, dieses Pflichtprogramm und das Kürprogramm. Der Rechten reicht es einfach zu sein. Und im Augenblick reicht es der Rechten, einfach die Ressentiments zu befeuern und zu sagen, wir müssen die Schotten dicht machen gegen die Bedrohung von außen, wir müssen das ethnische Miteinander betonen und, ne, so, und müssen unsere Privilegien gegen die Außenwelt absichern. Das funktioniert auch nur eine Weile. So. Aber da kommt auch so ein bisschen so eine Sorge her. Das sage ich dir jetzt auch ganz offen und da bin ich, glaube ich, auch nicht der Einzige, nämlich, dass die Zeit einfach zu knapp wird. Also diese multiplen Krisenerscheinungen, ich bin kein Schwarzmaler und ich sage auch, es steckt gar kein Determinismus da drin, dass das alles immer nur schlechter wird und furchtbarer. Es gibt sogar an der einen oder anderen Stelle ja durchaus auch Vorwärtsentwicklungen. Mhm. Aber dass wir eine Zunahme von Krisenerscheinungen haben, also dass ich Finanzmarktkrise in eine wirtschaftliche Krise, ist eine wirtschaftliche Krise, eine soziale Krise, dass das miteinander verbunden ist und dass diese Krise auch auf die Institutionen zugreift und übergreift, das scheint mir schon ein Fakt zu sein. Ne? Und deswegen glaube ich, dass man beides machen muss. Also man muss versuchen, im Maßstab, ob das in Österreich ist oder in so einer Stadt wie Berlin, alles zu nutzen, was man tun kann, um dagegen zu steuern, auch im Sinne von sozialem Zusammenhalt und Redemokratisierung womöglich. Aber man muss darüber hinaus, glaube ich, eben auch den Rahmen größer ziehen. Und deswegen finde ich eben auch das, was Varoufakis da versucht, ob er es auf eine geschickte Art und Weise versucht, darüber kann man noch diskutieren. Aber das, was Varoufakis versucht, nämlich im europäischen Rahmen einen übergreifenden Diskurszusammenhang herzustellen und auch Netzwerke zu schaffen, die Druck machen können, damit man diesem Austeritätsunsinn, dass man diesem Brezhnev, fand ich ganz gut vorhin, diesem Brezhnev der Autoritätspolitik sozusagen an der Stelle den Einfluss nimmt, das halte ich für zentral. Und da sind wir aber in Deutschland noch ein ganzes Stück weit weg von entfernt. Ja, klar. Also ich finde das, also ich habe ein paar Dinge jetzt im Kopf, sich sozusagen ein bisschen frei assoziierend auch. Natürlich, wir haben jetzt gemeinsam eines und es waren jetzt, und ich habe zwei und es gab, glaube ich, drei oder mehr von diesen Events von Varoufakis. Dass ich das Wort Event benutze, ist natürlich nicht zufällig und das ist vielleicht auch ein Problem daran. Aber der Nutzen ist tatsächlich, dass man viele Leute kennenlernt und mehrmals trifft und stabil trifft aus den verschiedensten Bereichen und man sich gegenseitig befruchtet. Ja? Also dass man sozusagen dass man die Griechen trifft und dass man die Spanier trifft und die Leute aus, die Bürgermeister aus Barcelona und Vizebürgermeister und dass man sie nicht arme trifft, sondern dass man sie häufiger trifft und dass man sie kennenlernt und dass man sozusagen gemeinsam agieren kann. Das hat ja auch immer etwas mit Vertrautheit zu tun, das spielt ja eine Rolle. Ja? Wenn ich jemanden kenne, kann ich leichter mit ihm agieren, als wenn ich ihn nicht kenne. Ist ja sozusagen so, that simple it is. Ja? Also solche. Das ist der Sinn, glaube ich, das Tolle an diesen europäischen Netzwerken, die da jetzt natürlich auch entstehen. Ich bin ganz bei dir, was mir wahnsinnig auf die Nerven geht, wobei das geht mir natürlich auch bei Janis auf die Nerven, ist das Tsipras-Bashing. Ja? Also ich meine, als wäre es zu erwarten gewesen, dass die eine linke Regierung im noch dazu schwächsten Land Europas und unter Schuldknechtschaft innerhalb von einem halben Jahr einen Sieg erringt, ja? gegen den obersten Sowjet des Neoliberalismus, ja? Oder sozusagen die Eurozone, wo der Brezhnev, um das Bild komplett zu haben, den Ton angibt. Ja? Als wäre gesellschaftlicher Fortschritt etwas, was nicht gelegentlich auch mit Rückschlägen und Niederlagen verbunden ist. Ja? Das ist halt nun mal so. Ja? Deswegen ist man ja nicht gleich ein Verräter und deswegen ist man. Und natürlich ist linkes Regieren in Europa, der europäischen Konstruktion, grundsätzlich schwer, weil du ja sozusagen gebunden bist an politische Rezepte, die oder politische Institutionen, in denen Rezepte drinstecken. Mhm. Ja? Die du nicht einseitig verändern kannst. Aber gleichzeitig bleiben wir bei der Realität. Ja?
was für ein kleines, verschuldetes Land fast chancenlos ist, ist für ein großes, tonangebendes Land, gilt natürlich ganz was anderes. Also Deutschland kennt natürlich links regieren. Ja? Griechenland kann es nicht. Ja? Also ist, sagen wir so, Deutschland kann leichter Griechenland am linken Regieren hindern, als Griechenland Deutschland am linken Regieren hindern könnte. Nicht? Das ist ja wohl auch klar. Und das, da gibt es dann ja natürlich Graustufen dazwischen. Spanien ist was anderes als Griechenland. Wenn Spanien sagt, ja, dann gehen wir aus dem Euro raus, dann weiß man, der Euro ist tot. Ja, ein bisschen mehr. Bisschen mehr, wie soll ich sagen, in die Waagschale zu werfen. Ja? Und von dem ausgehend möchte ich ein bisschen in diese Frage der Euphorie versus Depression kommen. Ja? Natürlich brauchst du so etwas wie Euphorie im Sinne von optimistischer Entschlossenheit. Ja? Ja? Sozusagen Miesepeter und Nörgler und Leute, die die Chancen nicht ergreifen in dieser Verwegenheit der Hoffnung, haben noch nie die Welt verbessert. Ja? Also Bruno Kreisky hat mir gesagt, wenn seit Beginn seines politischen Lebens war das Zentrum seines politischen Denkens, sich gegen den Satz zu wenden, da kann man halt nichts machen. Ja? Also das ist, glaube ich, der Kern auch von progressiver Emotionalität. Ja? Du musst es progressiver auch die Hoffnungen der Leute mobilisieren. Ja? Also ich zitiere jetzt wieder Christian Kern, ja, ich will nicht ihre Ängste nähren, sondern ich will ihre Hoffnungen nähren. Das ist ein politisches, das ist eine politische Botschaft und mit einer Kraft und nicht, und das ist der Grund, warum man diese Worte wählt. Ja? Und das ist ja, das will ich damit sagen. Und die Linke braucht das. Ja? Die Konservativen oder die Rechte braucht das nicht. Die Rechte kann sagen, es ist alles furchtbar, ihr seid alle depressiv, seid alle zornig und wir profitieren von eurem Zorn und eurer Wut und eurer Angst und eurer Depression. Ja, das wird die Linke nie schaffen. Deswegen ist die Euphorie und die gute Stimmung auch eine linke Emotion. Ja, ohne der kommt es nicht aus. Das darf uns aber natürlich auch nicht daran hindern, zuzugeben, dass es schwierig ist. Ja, also diese europäische Sache habe ich schon gesagt, aber alles andere ist auch schwierig. Ja, das, was ich sozusagen unter die das Ganze in unserer heutigen ökonomischen Situation, ja? Also dass wir sozusagen in Europa Stagnation haben im Zentrum und soziale Katastrophen am Rand, dass wir sozusagen aus Nullwachstum nicht rauskommen, und das hat natürlich mit Austerity zu tun, aber im entwickelten Kapitalismus, wie wir ihn jetzt haben, werden wir nie mehr die Wachstumsraten erzielen und auch nicht die Produktivitätszuwächse und vor allem auch nicht die damit verbundenen Arbeitsplatzzuwächse erzielen, die es in der Vergangenheit erlaubt haben, in der Phase des europäischen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats, nennen wir mal so, die Wohlstandszuwächse so zu verteilen, dass sie sich zumindest fair angefühlt hat. Ja? Also fair war es eh nicht, aber es hat sich zumindest irgendwie für die Leute und für die Arbeiterklasse fair angefühlt. Ja? Und diese Fairness, da muss man jetzt hinschauen, wie kommt man dazu, dass man Chancen so allokieren kann, ja? Dass es tatsächlich es fair angesehen ist. Ja? Und das geht es natürlich um materielle Dinge ganz zentral. Ja? Da geht es natürlich um Einkommensentwicklungen, da geht es um Sicherheit, um Sicherheitsgefühl, da geht es aber natürlich auch um Preise, da geht es um Wohnkosten, da geht es um sozialen Wohnbau, da sind wir im Kommunalen, da sind wir auf der einen Seite sind wir im Kommunalen, auf der anderen Seite sind wir auf der betrieblichen Ebene und auf der anderen Seite sind wir vielleicht wieder auf der europäischen Ebene. Das ist alles wahnsinnig kompliziert, wir haben nicht für alles eine Antwort. Ja? Nur, sozusagen, wenn das Problem eigentlich der jetzigen Situation ist, dass, auch wenn die Leute das nicht so richtig formulieren könnten, also die Leute, die Menschen, also sozusagen das politische Publikum, die Leute oder die Bürgerinnen und Bürger, wie man das jetzt nennen mag, ja, sie haben das Gefühl, es ist alles, die Maschine funktioniert nicht mehr und die Eliten haben auch keinen Plan. Ja. Und sie haben auch recht,
damit dass die Eliten keinen Plan. Also sie haben sogar recht, dass die Linke keinen Plan hat, nur wir haben wenigstens, wir haben schon ein bisschen mehr Plan als der Rest. Ja, wir haben schon ein bisschen mehr Plan als der Rest, aber gleichzeitig müssen wir uns auch klar sein darüber, wo wir keinen Plan haben. Ja? Und das ist auch wichtig. Ja? Sozusagen wie, ich meine, sozusagen, wir können auch sozusagen den Gest, wir kennen auch alle den Gestus des Demo-Redners, der auf alles eine Antwort hat und sagt, folgt mir und ich führe euch ins, was weiß ich, wohin. Ja, wir müssen auch was Leises zulassen. Ja? Lasst uns gemeinsam nachdenken, wir wissen nicht alles, wir haben nicht auf alles eine Antwort und so weiter und so fort. Das, wir müssen nachdenken und noch viel gescheiter ist vorausdenken. Und wir müssen auch zuhören, was so wahnsinnig für Kreativität und Wünsche und Sehnsüchte und auch Wissen und Ideen fürs Leben bei den Menschen selber gibt. Ja? Diese Abkapselung und das Nicht-Zuhören, das ist ja auch sozusagen ein dysfunktionales Machen des politischen Systems, weil du ja dann auch nichts mehr hörst. Ja, weil du da nichts mehr hörst und weil du die Inputs fehlen der Leute. Ja? Also wir müssen allesamt, die traditionellen politischen Formationen müssen natürlich viel mehr auch diskutierende Formationen werden, zuhörende, nachdenkende und so weiter und so fort. Also ich komme trotzdem nochmal zurück auf diesen Zeitartikel, der Gerechtigkeit ist das Stichwort und kann die Linke noch kämpfen und die Unterschrift Barbarei oder Solidarität, die globale Armut ist vor unserer Haustür angekommen, doch die Linken finden weltweit keine Antwort darauf. Also es werden da eine ganze Reihe von Aspekten des gesellschaftlichen Lebens durchgehechelt, über die man sozusagen heutzutage durchaus sinnieren sollte. Und ich finde eins von dem, was du gesagt hast, ganz wichtig, nämlich dass man in Fragen von Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit, Demokratie heute zumindest mal anfangen muss, Haltung zu beweisen. Ja. Insofern ist es auch, finde ich, nicht gering zu schätzen, ob ein Kanzler in Österreich diese oder jene Position vertritt oder diese oder jene Haltung zeigt. So, Haltung ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch personale Glaubwürdigkeit. Ja, ja. Das ist jetzt damit verbunden. Ja, klar. Ja. Naja, sicher. Das kann man, glaube ich, Faymann nach seinem 180-Grad-Akt nicht wirklich abnehmen. Und man kann durchaus auch die Frage stellen, ob Sigmar Gabriel jemals nochmal in der Lage ist, sowas wie Glaubwürdigkeit auf sich zu ziehen. Aber Was ich meine ist, das alleine, glaube ich, wird eben nicht reichen. Ich komme dann gleich auch nochmal zu einer Frage an dich, weil ich in deinem Buch durchaus fand, dass das ein paar ganz spannende Ansätze gab. Du hast ja vorhin auch gesagt, so eine Situation wie, es kommt der große, also die sozusagen die Erweckungsfantasie, die lange Jahre die Linke mit sich herumgetragen hat. Also es kommt dann sozusagen der Augenblick, in dem entlädt sich das alles in einem großen Finale, für mich da immer an diese Star Wars Szene erinnert, wo vor diesem großen Bildschirm die beiden feindlichen Armeen, also aufeinander gestellt waren und kurz vor der Schlacht. Und das gehörte halt dann durchaus zur Folklore der revolutionären wie der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung zu sagen, es kommt der Punkt, an dem sozusagen die Arbeiterklasse übernimmt das Ruder und dann ist quasi die Befreiung vollzogen. Dass das alles nicht mehr funktioniert, glaube ich, das wissen wir inzwischen. Und nur noch sehr, sehr obskure Gestalten in ganz, ganz kruden Hinterzimmern und Zusammenhängen werden diese Fahne hochhalten. Und trotzdem, glaube ich, bleibt ein Problem. Wir haben jetzt drei ziemlich harte Entsolidarisierungswellen erlebt in kürzerer Zeit. Also hier in Deutschland fing das an mit Hartz IV, also einer klaren Aufkündigung des Miteinander, des Solidaritätsversprechens dieser Republik und damit letztlich auch des Wohlstands- und Aufstiegsversprechens dieser Republik, was klassisch mit keynesianisch-fordistischem Zeitalter, sozialdemokratischem Zeitalter zu tun hatte. Wenn du die Ärmel hochkrempelst und wenn du dich anstrengst, dann kannst du hier was werden und du wirst nicht durch die Roste fallen. Du musst sozusagen dich nur bemühen. Das war mit Hartz IV vorbei. Die nächste Arie dieser Art war dann vermutlich doch die Exerzierung des Austeritätsdogmas an der griechischen Regierung und kurze Zeit später jetzt sozusagen der Umgang mit Geflüchteten, wo wir die Situation erleben, dass Europa sich des Problems eigentlich durch schmutzige Deals an seiner Südgrenze entledigt und versucht, die südeuropäischen Länder mit dem Problem allein zu lassen. Derzeit funktioniert das noch. Ich weiß, man braucht auch nicht sich der Illusion hingeben, glaube ich auch als Linker nicht, dass sich Migration in irgendeiner Weise mal wieder auf einen Normalzustand zurückführen lässt, wie er vor 20 oder 30 Jahren existierte. Aber da glaube ich eben, reicht Haltung erstmal nicht mehr aus. So. Und wenn ein Sascha Lobo der SPD ins Stammbuch schreibt, ihr müsst weg von eurer Fixierung auf den klassischen Arbeitsprozess, sondern ihr müsst gucken, wo finden sich derzeit schon in der Gesellschaft eigentlich die Anknüpfungspunkte für was Neues. Wenn Debatten wie die um das bedingungslose Grundeinkommen hier in Berlin als Kampagne beispielsweise vor 4,5 Jahren im Wahlkampf von den Piraten mal hochgehalten, dazu führen, dass eine Partei innerhalb von 4 Wochen mit 9, 10 oder 11% ins Abgeordnetenhaus einzieht, weil sie einfach nur Grundeinkommen
Naja, das war aber nicht die einzige Botschaft. Nein, das war nicht, die einzige Botschaft, nicht mal die zentrale. Ich glaube schon, es war eine sehr, sehr wichtige Botschaft, weil sie sich verkoppelte mit anderen, nämlich mit Netzneutralität, mit freiem Zugang zum Nahverkehr. Also dahinter steckt, glaube ich, schon sowas wie eine soziale, eine politische, eine demokratische Idee. Und du hast ja vorhin selber gesagt, es wird nicht das Umlegen eines Schalters. In deinem Buch bist du sogar noch weitergegangen und hast gesagt, wir befinden uns in einem Transformationsprozess und dieser Transformationsprozess findet eigentlich gerade schon statt. Wo siehst du denn die spannenden Entwicklungen? Also ich habe jetzt ein paar gesagt, die ich hier sehe. Ja. Ich war jetzt jüngst auf der Republika und habe dort also festgestellt, also wo die Leute natürlich auch sehen und das schon seit Jahren sehen, dass das eine Businessmesse ist, aber da finanzieren Daimler und die Telekom dann auch mit. Aber was dort diskutiert wird, sind ganz spannende Sachen, nämlich digitaler Imperialismus zwischen Afrika und Europa. So nach dem Motto, ihr verkauft uns zwar eure Tools, aber wir dürfen sie nur zu euren Bedingungen nutzen. Und wir dürfen nicht zu unseren Bedingungen daraus machen, was wir brauchen, um unsere Probleme hier zu lösen. Und vieles andere mehr. Also die Debatten, die dort stattfinden, sind aus meiner Sicht Debatten, die eigentlich das Zeug haben, sowas wie eine linke Mobilisierungs- und Entwicklungs- und Fortschrittsidee zu beinhalten. Also das, was wir gerade beklagen, dass es die Linke eigentlich nicht mehr hat. Und du hast in deinem Buch auch ein paar Beispiele genannt. Vielleicht kannst du dazu einfach auch noch mal ein paar Bemerkungen machen, weil ich glaube, das ist der Anknüpfungspunkt. Wenn man eine Renaissance linken Denkens braucht, dann muss man auch mit ein bisschen, ich sage es jetzt mal, Traditionsschrott abräumen, der sich über die Jahre doch als relativ rostig und untauglich erwiesen hat. Ja, also ich mache das ganz kurz, wenn wir jetzt mal, jetzt reden wir schon lange, weil ich habe ja vorher vom Zuhören geredet. Nicht nur ich, also zum Beispiel auch Paul Mason in seinem Buch Postkapitalismus, der schreibt ja dann auch, wir stecken in Wirklichkeit in dem Transformationsprozess drinnen, wir sind sogar im Postkapitalismus, wir wissen es nur noch nicht. Ja? Und ich sehe das nicht ganz unähnlich, ich meine, über Begriffe kann man streiten, ja, und wo sind wir gerade, aber letztendlich ist es doch so, dass wir so eine Vorstellung in unseren Köpfen haben, ja, alles ist von der Wirtschaft bestimmt und alles, und von der Wirtschaft bestimmt heißt sozusagen dieses komische Homo economicus, Gier, sonstiges Zeug, sozusagen jeder sei angesteckt nur von der Motivation, das Maximum ökonomisch rauszumachen, jeder läuft nur im Hamsterrad für rein materielle Ziele und so weiter und so fort. Und das ist ja überhaupt nicht wahr. Das ist ja überhaupt nicht wahr, wir brauchen ja da nur rausgehen, wie viele Leute ticken wirklich so. Ich sage immer, der Homo economicus, mit dem ist es wie mit dem Yeti, man hat schon oft von ihm gehört, aber in freier Wildbahn wird er halt relativ selten gesichtet. Ja. Wir haben doch ganz viele Menschen, die sozusagen ganz anders agieren, wir haben ganz viele auch Wirtschaftsakteure, wir haben ganz viele Unternehmen, wir haben ganz viele Genossenschaften, wir haben ganz viele Start-ups, ja, die schauen von außen aus, als wollen es Bill Gates werden, aber in Wirklichkeit ist das natürlich nicht die Motivation, sondern die Motivation ist von jungen Leuten, etwas zu machen, wo sie das Gefühl haben, das ist eine sinnvolle Tätigkeit, die wollen sie mit anderen gemeinsam verrichten und kooperativ verrichten, nämlich so, dass es sich auch gut anfühlt gemeinschaftlich und natürlich die Miete und die Lebenshaltungskosten will man dafür zahlen können. Ja. Und wenn du das hier schon siehst, siehst du es natürlich in viel, viel größeren Ausmaß in anderen Ländern. Ja, also es ist die Solidaritätsökonomie in Lateinamerika, in Ländern wie in Ecuador und anderswo, aber natürlich auch in Griechenland. Ja, also in Griechenland, ich würde mal sagen, von den Solidaritätskliniken bis hin zu neuen Formen von Genossenschaften. Ja, neuen Formen von Genossenschaften, wo es sind keine großen Sachen. Ja, die jungen Leute, die keinen Job mehr finden, machen eine landwirtschaftliche Kooperative auf und dann irgendwie auf den Äckern der Großmutter wieder mit Oliven und was weiß ich was, ja, beginnen und um das abzusetzen, gründen sich städtische Konsumgenossenschaften, die wiederum beliefert werden von denen. Keine große Sache, aber 100 Leute haben dort einen Job und 100 Leute haben da einen Job, ja, und haben ein Auskommen und können ein bisschen ihres Wohlstands oder was weiß ich was, oder ihres, ist ja nicht nur Wohlstand, sie können ihre Lebenshaltung bestreiten, sie können ihren Respekt erhalten, sie sind sozusagen, sie haben ihre Selbstachtung können sie erhalten und sie sind vielleicht sogar in einem gewissen Grad glücklicher als sozusagen der mittlere Manager beim großen weiß ich nicht, bei Siemens. Ja? Ich meine, vielleicht sind es bei Siemens auch schon glücklich, weil manche von den Unternehmen wissen ja auch, dass es so etwas wie intrinsische Motivationen gibt, die man heute viel ernster nehmen muss als für 30, 40 Jahre. Ne? Und all das sind doch sozusagen schon sehr viele Indizien, nennen wir es mal so, dass sich längst
unter der Oberfläche unserer Gesellschaft vor unserer aller Augen sehr viel verändert, auch eben zum Positiven oder sozusagen vielleicht auch nicht zum Positiven, aber mit Elementen der Potenzialität des Positiven. Ja. Und die gilt es zu nähern. Ja? Und das gilt natürlich auch, das musst du natürlich auch im Blick von politischen, von der Politik verankern. Ja? Wenn der Staat heute Wirtschaft fördert, wem fördert er denn? Ja? Die Autoindustrie. Ja? Und sagt, oh Gottes Willen, wir haben eine Krise, wir müssen eine Verschrottungsprämie und so weiter und so fort. Ja? Hast du jemals gehört, dass sozusagen staatliche Konjunkturförderung an die Genossenschaften gegangen ist, an die kleinen lokalen Dinger, an die solidarische Ökonomie, an die freie Szene oder so? Ja, nein, das ist immer nur sozusagen sehr, sehr stark 19. bis 20. Jahrhundert. Und wir haben schon auch zu lernen, dass wir im 21. Jahrhundert angekommen sind. Und das Gleiche kannst du natürlich im Energiesektor sehen. Ja? Energie im 20. Jahrhundert war eine große Firma, sei es auch eine staatliche, ja, ist sozusagen organisiert top-down und du produzierst irgendwo Energie, sei es in einem Atomkraftwerk, sei es in einem Wasserkraftwerk oder irgendetwas Großen halt, ja, und dann wird top-down das verteilt, bis am Ende aus der Steckdose der Bürger kommt. Ja. In 20 Jahren wird das ganz anders sein. Jeder wird sozusagen Strom irgendwo produzieren und das wird dann eingespeist, wenn er zu viel hat, wird es eingespeist und die anderen, die weniger haben, die nehmen es und wieder so hin und her. Ja. Also es wird in Wirklichkeit Peer-to-Peer-Ökonomie sein. Ja. Es wird im Übrigen auch die kapitalistische Logik unterspülen, wie das schon jetzt in anderen Branchen ist. Ja. Also wenn ich vor 20 Jahren euch gesagt hätte, in 20 Jahren wird nahezu das gesamte Wissen und Information der Welt gratis, also kostenlos zur Verfügung stehen. Jeder hat Zugriff von der Nachrichtenseite bis zu einer kooperativ erstellten Weltenzyklopädie und auf einem Ding, das so groß ist, werden das viele, viele hundert Millionen oder Milliarden eigentlich Menschen, ja, es sind 300 Millionen alleine Chinesen, oder 600 Millionen Chinesen alleine, die sowas jetzt in der Hosentasche haben und wir und so weiter und so fort. Und wir haben das jederzeit parat und es unterschleift aber sozusagen das Geschäftsmodell der damit bisher vorhandenen Unternehmen. Ja, das ist gratis einfach. Ja. Hätte man gesagt, das ist Utopie und es war auch utopisch, aber 20 Jahre später ist es realistisch. Ja? Ist es was heißt realistisch? 20 Jahre später ist es für uns eine Selbstverständlichkeit. Ja? Und genauso wird in 20 Jahren für uns eine Selbstverständlichkeit sein, dass nahezu jede Energieform, außer die aus fossilen Energien gewonnen wird, gratis sein wird, weil wir sie sozusagen einfach in der Peer-to-Peer-Ökonomie genauso erzeugen wie heute Information. Und das sind alles Transformationen vor unseren Augen. Ja? Und die natürlich auch extrem viele Fragen aufwerfen. Ja, natürlich, eine Welt, die sich immer ändert, sozusagen die ihren Aggregatzustand verändert, produziert natürlich jeden Tag Fragen und nicht jeden Tag die dazugehörigen Antworten. Da sind wir jetzt im Grunde sozusagen an so einem Punkt angekommen, wo ich dann jetzt gleich auch öffne. Ich habe ja versprochen, eine Stunde. Die Stunde ist in 2 oder 3 Minuten rum. Ja, mir gut. Gefällt das jetzt nochmal ganz gut, dass du das zum Schluss nochmal auf diesen Punkt gebracht hast, weil ich eben auch glaube, dass die Linke im weitesten Sinne tatsächlich beides machen muss. Tatsächlich die Kommandohöhen für Einflussnahme erklimmen, die sie erklimmen kann. Durchaus auch jetzt explizit angesichts der Bedrohung von rechts mit dem Ziel, so bestimmte zivilisatorische Grundstandards zu verteidigen gegen ihre Abräumen. Und das beginnt bei Dingen wie Grundgesetz persönlicher Freiheit und der Tatsache, dass es eine Universalität von Menschenrechten gibt und keine ethnische Begründung von Menschenrechten. Also solche ganz banalen Sachen, wo ich jetzt tatsächlich einfach glaube, wo eine Linke, die, jetzt nutze ich es auch mal drastisch, die Arschbacken zusammenkneifen und einfach endlich mal handeln muss, statt zuzuschauen, wie immer wieder andere handeln und gegen die Wand fahren. Denn das ist ja ein bisschen auch passiert in Griechenland. Und das Zweite, tatsächlich etwas
parallel dazu zu machen, was mir unbedingt wichtig ist und wo das Erklimmen der Kommandohöhen aber durchaus auch sowas wie Erfahrungen mit sich bringen kann. Das Beispiel, was du genannt hast, ein Berliner Stadtwerk, Berliner Netze, die man umbauen kann, dass sie eben nicht von einem zentralen Energieerzeuger mit fossilen Energien in die Haushalte die Energien liefert, sondern umgekehrt dafür sorgt, dass ein Netz zur Verfügung steht, in dem alle Erzeuger und alle Abnehmer sein können. Oder eben Verkehrssystem, habe ich vorhin schon genannt, andere Formen lokaler Demokratie auszuprobieren. Da wird es einen Haufen Ärger geben, vieles wird nicht klappen, vieles wird ganz schwierig sein. Aber genau solche Dinge anzustoßen und dafür natürlich dann auch immer mit den klassischen linken Themen sozialen Zusammenhalt zu sichern, dafür zu sorgen, dass alle Bildungschancen haben, dass alle gleiche Teilhabechancen haben an den gesellschaftlichen Prozessen und Selbstorganisation und Teilhabe tatsächlich auch zu fördern, mit dem Ziel, solche neuen Modelle von Zusammenleben, die vielleicht auch nicht mehr dem klassischen Normalarbeitsverhältnis und danach der bürgerlichen Kleinfamilie entsprechen, sondern die tatsächlich die Buntheit der Welt tatsächlich auch als eine Möglichkeit begreifen, als eine Chance begreifen. Dazu sollte Linke, glaube ich, ziemlich genau hingucken, wo sich das in der Gesellschaft schon entwickelt, denn ich teile das, was du gesagt hast, dass in den technologischen Möglichkeiten ganz viel steckt, was derzeit in entfremdeter Form eher dem Kapital dient oder der Kapitalverwertung dient, was aber durchaus, Marx hätte wahrscheinlich General Intellect gesagt oder hat es gesagt in seinem Maschinenfragment, was etwas sein kann, was als gesammeltes Wissen der Menschheit auch den Menschen und ihrem Nutzen dienen kann. Also tatsächlich sowas wie eine mobilisierende Idee zu entwickeln, die es vielleicht auch wieder spannender macht, heute stolz zu sagen, ich bin links und nicht permanent zweifelnd sich gruselnd, dass es einer drauf kommt. Weil das tatsächlich aus meiner Sicht eine Chance ist. Nicht, muss man sagen, ich bin links. Ich finde das immer so, ein bisschen blöd ist links schon, weil es ja eine rein sozusagen so eine lineare Geschichte. Ich sage neuerdings viel lieber, ich bin Sozialist. Ja, ich sage es auch lieber. Ich könnte das auch lieber sagen. Trotz alledem, wir sagen es ja, also es gibt ja schon doch noch diese Einteilung. Und es gibt in der Tat natürlich auch Linke, in deren Gegenwart man sich äußerst unwohl fühlt. Aber die meine ich jetzt gar nicht und über die will ich jetzt auch gar nicht reden. Sondern dann sagen wir es, also das jedenfalls das, was gesellschaftlichen Fortschritt in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, auch sowas wie eine mobilisierende Idee erzielt und tatsächlich auch sowas wie eine gesellschaftliche Offensive wieder gewinnt. Denn das, glaube ich, ist dringender nötig denn je. Wir haben es auf die Stunde genau geschafft und jetzt geben wir das Mikro zu Ihnen, wenn Sie Statements oder Fragen, vielleicht zum Schluss nochmal, aber jetzt erstmal sind Sie dran. Dankeschön. Ich habe drei Anmerkungen bzw. Fragen. Und zwar, es ist eben schade, dass nämlich diese ganzen solidarischen Kooperativen, das einfach dazu zu wenig bekannt ist, dass das eben auch in der Presse dann keine Rolle spielt, dass es da einfach andere Modelle gibt. Ja? Das ist ja eben so ein Punkt, wäre vielleicht auch möglich, dass es ja in der Taz öfter nochmal sowas als ein Thema wäre. Zweitens würde mich interessieren, jetzt, ich bin noch nicht so lange in Berlin, ich habe hier Mitte-Links nicht mitbekommen, aber mich würde interessieren, ob es denn gelungen ist, bei der Beteiligung der Linken bestimmte Dinge zu verwirklichen, die Dauer haben, also die nachhaltig gewesen sind aus Ihrer Sicht. Ja? Zweitens ist für mich die Frage, mir scheint es immer so, wenn linke Parteien mitregieren, dann konzentrieren sie sich mehr, also vor allem aufs Regieren. Aber wäre es denn nicht ein Weg, noch stärker zu sagen, man versucht dann eben für die Ziele, die man hat, die Leute auf die Straße zu bringen und zu mobilisieren? Da habe ich immer das Gefühl, das passiert dann weniger oder gilt das dann als unfein gegenüber dem Koalitionspartner? Gibt es keine weiteren? Ich würde vorschlagen, wir sammeln einfach noch ein bisschen, oder? Aber es hat sich niemand gemeldet. Wenn sich niemand gemeldet hat, doch. Ah, doch. Man muss immer nur einen Augenblick warten am Anfang, glaube ich. Was mich nachdenklich gemacht hat, ich bin hierher gekommen und wollte mal hören, was so die Linken an Positionen zu bieten haben, was mich nachdenklich gemacht hat, dass Sie so ein Argument bringen, die Linke in der breitesten Front anschauen, alle Gruppierungen unter einen Hut bringen. Ja, wie naiv kann man denn sein, um so ein Argument zu bringen? Dann bringen Sie Stichworte wie die Arbeiterklasse. Ja, ich bitte Sie, wo gibt es denn noch die Arbeiterklasse? Also ich bin da eigentlich ziemlich enttäuscht von Ihnen. Dann fange ich einfach mal an.
Also Linke in der Breite, das war durchaus mit dem Augenzwinkern und ironisch gemeint, weil ich habe ja vorhin in meinem Eingangsstatement durchaus deutlich gemacht, dass ich sehr, sehr unterschiedliche Orientierungen von Menschen sehe, die sich selbst als links bezeichnen. Dabei teilweise auch welche, die jetzt eher einen rechten Schulterschluss suchen oder Leute, die sich nicht zu schade sind, sich mit irgendwelchen Nazis oder Reichsbürgern auf Mahnwachen zu stellen und Putin zu huldigen angesichts der Tatsache, dass es Kriege gibt. Also ich finde sowas eher unappetitlich und finde auch, dass da Klärungsprozesse her müssen. Wenn ich von der Linken in der Breite rede, dann meine ich tatsächlich was anderes. Dann meine ich diejenigen, die solche progressiven Ideen möglicherweise ohne sich dessen selbst bewusst zu sein jeden Tag voranbringen, und die gibt es durchaus. Also wenn man beispielsweise in diverse Start-up-Unternehmen guckt oder so, wo Leute versuchen, eine andere Form des Miteinanderarbeitens zu organisieren oder in Kooperativen rennt und dort umfragt, empfindet ihr euch selbst als links, werden die möglicherweise sagen, nee, wieso, bin ich gar nicht. Und trotzdem finden sich in ihrem Denken und Handeln bestimmte Werte, Wertvorstellungen, die ich aus einer linken Perspektive als zentral empfinde, wie Freiheit, wie demokratisches Miteinander, wie einander achten und auf Augenhöhe miteinander umgehen und nicht darauf gucken, ob jemand Männlein oder Weiblein ist oder schwarze oder weiße Hautfarbe hat. Also wenn ich über sowas spreche, dann geht es mir genau um die Suchprozesse zu gucken, wo finden eigentlich die progressiven Entwicklungen heute statt. Und wenn ich so einen Begriff wie Arbeiterklasse benutze, dann benutze ich ihn nicht ironisch, sondern dann stelle ich tatsächlich fest, lange Zeit war die Arbeiterklasse nicht nur Bezugspunkt sozialistisch, sozialdemokratisch, sozialreformerischen bis hin sozialrevolutionären Handelns und auch sowas ein bisschen wie die Hoffnung, dass das sei so die Erweckungskraft, die eines Tages die Befreiung bewerkstelligt. Ich glaube, dass sich das nicht nur erledigt hat und überlebt ist, sondern dass in der Tat Lohnarbeit und Kapitalverhältnis aufeinander in einer Art und Weise bezogen sind, dass im Lohnarbeitsverhältnis überhaupt nichts Emanzipatorisches steckt, jedenfalls nicht von sich aus. Also wenn ein Arbeiter sich mit anderen Arbeitern zusammentut, um einen vernünftigen Tarifvertrag auszuhandeln, bewegt er sich völlig in einer kapitalismusimmanenten Logik. Er will seine Ware möglichst teuer an den Mann bringen, um möglichst was Vernünftiges dafür einzuhandeln. Ich finde das nicht besonders revolutionär. Also was man dazu schon festhalten muss, ist, dass die Arbeiterklasse in den letzten 200 Jahren oder 300 Jahren Geschichte der Entwicklung des Kapitalismus in ihren Kämpfen, in ihren gewerkschaftlichen, in ihren auch Arbeiterpartei-organisierten Kämpfen viel zur Demokratisierung und der Humanisierung des Kapitalismus auf nationalstaatlicher Ebene beigetragen hat. Das würde ich in jedem Fall einräumen. Ich glaube aber nicht, dass die Arbeiterklasse heute sowas ist, wie der geradezu fetischhaft zu vergötternde Kern gesellschaftlicher Veränderungen. Die Frage nach dem, wo sind eigentlich die Subjekte dieser Veränderung und wo wird diese Veränderung bewerkstelligt? Das halte ich für eine völlig offene Frage, und da würde ich mir wünschen, dass eine Linke sehr, sehr neugierig, sehr, sehr weltzugewandt, sehr, sehr interessiert einfach mal guckt, was sich in der Gesellschaft abspielt, weil ich da Roberts Einschätzung teile, dass es vieles von dem in der Tat heute schon gibt. Und dass man eigentlich, wenn man als Linke in Apparaten agiert, einiges dafür tun muss, um genau diese Prozesse, diese Entwicklung innerhalb einer ja doch sehr widersprüchlichen Gesellschaft zu fördern und zu bestärken. Das ist sozusagen das eigentliche Ziel. Und da ist ja, sind wir bei dem Thema solidarische Kooperativen beispielsweise oder bestimmte Formen des Nutzens gemeinsamer Güter, was natürlich mit den digitalen und technologischen Möglichkeiten heute ganz anders drin ist, als es noch vor 50, 60 oder 80 Jahren drin war. Das sind für mich tatsächlich die Anknüpfungspunkte, aus denen Neues und durchaus progressiv Nutzbares reifen kann, was möglicherweise dann auch so einen Transformationsprozess von Gesellschaft bewirkt, in dem das Kapitalverhältnis und die Kapitalverwertung nicht mehr das zentrale treibende Moment sind. Das ist was, was mich interessiert. Das ist was, worauf ich tatsächlich massiv neugierig bin. Das lässt sich noch nicht in griffige Formeln zusammenfassen, aber ich glaube, das ist genau das Feld, in dem im Augenblick die spannenden Suchbewegungen gesellschaftlicher Veränderungen stattfinden. Weil vorhin auch erwähnt worden ist, dass es in den Medien tatsächlich viel zu wenig Widerhall findet. Das stimmt. Das kann aber auch ganz schnell anders werden. Ich bin immer erstaunt darüber, wie viel gesellschaftliche Entwicklung es über die Jahre hinweg gibt, ohne dass das in den Medien irgendeine Rolle spielt. Und plötzlich passiert, dann schreiben ein oder zwei oder drei darüber, oder es passiert irgendwas Interessantes, und plötzlich ergibt sich daraus ein Hype, dass es überall geschrieben wird, und in den Redaktionen wird dann die Frage gestellt, warum habt ihr nicht darüber geschrieben? Also da bin ich nicht so pessimistisch, da müssen wir alle, glaube ich, einfach daran arbeiten, dass darüber mehr geredet wird, über diese positiven Dinge, weil Mediengesellschaft funktioniert ja, also es sei denn, man hängt diesem Lügenpresse-Unfug an, was ja nicht nur die AfD tut, sondern tatsächlich auch einige Linke tun, das ist ja auch ein Teil des Problems. Aber wenn Medienbetrieb so funktioniert, wie er heute funktioniert, dann leben wir natürlich in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Also muss Aufmerksamkeit hergestellt werden, und je mehr solche Themen gesellschaftliche Themen sind, desto mehr, glaube ich, finden sie auch Widerhall in öffentlicher und Medienberichterstattung. Und vergessen wir nicht zuletzt, dass natürlich heute die Möglichkeiten des Internets, Informationen breitzutreten, nochmal ganz anderes
miteinander kommunizieren und agieren auf Augenhöhe ermöglichen, als das früher der Fall war. Wenngleich ich einräume, dass da dann natürlich auch eine Menge Abfall und Unfug im Internet rumgeistert. Das ist die Kehrseite des Ganzen. Ne? Aber es gibt schon Möglichkeiten, es gibt Blogs, es gibt viele in den sozialen Netzwerken, viel Kommunikation darüber. Und ich glaube, da wäre eben auch die Aufgabe von Linken, wer auch immer sich da sozusagen selbst einsortiert, dafür zu sorgen, dass solche Erfahrungen breiter getreten werden, dass aus solchen Erfahrungen gelernt wird, dass solche Erfahrungen eine größere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Also das finde ich tatsächlich ganz spannend. Und weil Sie gefragt haben, was sind Dinge, die bleiben? Also ich meine, wir waren ja hier in einer Situation, in der die Stadt nicht nur hoch verschuldet war, sondern die öffentlichen Unternehmen standen kurz vor dem Bankrott, sind hier runtergewirtschaftet worden bis zum Anschlag. Also vieles war Aufräumarbeit. Und das ist nichts, worüber man am Ende dann große Worte verlieren kann. Man kann sich dann sozusagen bestenfalls im Nachhinein dafür glücklich schätzen, bestimmte öffentliche Unternehmen von der Privatisierung gerettet zu haben, die Thilo Sarrazin immer ganz fett auf seinen Giftlisten zu stehen hatte. Ob das Vivantes ist, Stadtreinigung ist, die Berliner Verkehrsbetriebe. Also der hatte ja das Paradigma, alles privatisieren, alles verschleudern, alles weg. Ja, das war ein Abwehrkampf. Aber was ich, glaube ich, tatsächlich für eine zukunftsweisende Idee halte, und das räumen ja heute selbst die Sozialdemokraten ein, die Gemeinschaftsschule als eine gemeinsame Schule für alle, in der die soziale Auslese eben nicht in der dritten, vierten oder fünften Klasse schon stattfindet, sondern wo alle miteinander die Möglichkeit haben, bis zum Abitur zu lernen und demzufolge auch alle die Möglichkeit haben, jedenfalls mehr als im gegliederten Schulsystem, wo eine starke soziale Auslese stattfindet, ein Abitur zu erreichen. Sie löst nicht alle Probleme, aber sie ist aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. Oder die Umwandlung von Kitas zu Bildungseinrichtungen. Ein Aspekt, der uns noch ganz wichtig war, der für mich auch modellhaften Charakter hat, angesichts der Probleme in unserer Gesellschaft mit Langzeiterwerbslosigkeit und der Abgehängtheit vieler Menschen vom ersten Arbeitsmarkt, war der Versuch, klingt etwas sperrig, einen dritten Sektor zu schaffen, einen dritten öffentlich finanzierten Sektor zu schaffen, in dem die Menschen nicht wie im Hartz-IV-System verwaltet werden, sondern mit einem existenzsichernden Lohn und der Möglichkeit, in Rentenkassen einzuzahlen und sich also auch vor Altersarmut zu schützen, öffentlich sinnvolle Dinge zu tun, ohne dass sie deswegen in den öffentlichen Dienst eingegliedert werden. Das ist allerdings, kaum war die Wahl vorbei, kaum war die 10 Jahre Rot-Rot vorbei, sofort wieder abgeräumt worden. Und bis auf die relativ lautstarke Kulturszene hat sich darüber dann auch keiner wirklich beschwert, weil diejenigen, die davon profitiert haben, schon viel zu abgehängt sind, gar keine Artikulationsmöglichkeiten, gar keine wirkliche Lobby und auch keine wirkliche Stimme haben. Also es gibt noch ein paar mehr solche Beispiele, aber ich wollte wenigstens diese Beispiele mal genannt haben. Und natürlich haben wir uns jetzt ein paar Gedanken mehr gemacht in die Richtung, also was Verkehrssystem, Energiesystem der Stadt angeht, wie wir da die Stadt zukünftig voranbringen wollen, versuchen wollen, so ein paar auch zukunftsweisende Wege einzugehen. Der letzte Punkt ist der zum Verhältnis zwischen Rathaus und Straße. Also, als damals die Hartz-IV-Reform geplant waren von der Hartz-Kommission und die Bundesregierung dann sich daran schickte, die umzusetzen, da war unser Koalitionspartner überhaupt nicht begeistert, dass wir mit auf der Straße waren und gegen die Agenda 2010 demonstriert haben. Also es ist schon durchaus so, dass innerhalb des Politikapparates so bestimmte Dinge als festgesetzt galten, die nicht in Frage zu stellen waren. Also eine richtig ordentliche Partei, die auch mitregieren darf, also die man mitregieren lassen darf, irgendwie, die macht sowas nicht. Also die protestiert zum Beispiel nicht auf der Straße, während sie gleichzeitig in Rathäusern sitzt. Sowas stelle ich in Frage. Ich stelle übrigens auch in Frage, weil du das vorhin so diskutiert hast, vielleicht bin ich im Herbst irgendwie hier stellvertretender Regierungschef oder so. Ich finde es übrigens auch gar nicht zwingend, dass jemand, der Spitzenkandidat einer Partei ist, das automatisch werden muss. Das gilt bei uns so, dass das so sein muss. Möglicherweise wird es auch so, möglicherweise ist es auch so sinnvoll. Aber möglicherweise ist es auch sinnvoll, die Zeit eher dafür zu nutzen, für die Durchsetzung der eigentlichen Ansprüche in so einer Koalition, vor allem wenn man der kleinere ist, gesellschaftlichen Rückhalt zu organisieren und zu mobilisieren. Ich weiß es nicht, das sind Dinge, über die werden wir uns tatsächlich auch noch verständigen müssen. Aber es ist schon ganz bewusst so, dass wir jetzt eben nicht einen Wahlkampf machen, dass wir werben weder für Rot-Rot-Grün in so einem Wahlkampf, noch für einen Weiter-so, noch für einen Linke müssen hier endlich mal irgendwie in die Rathäuser oder in die Senatsverwaltung einziehen, sondern, na klar, man muss auch ordentlich regieren können. Aber der Anspruch an Gesellschaftsveränderung sollte mehr sein, als nur für 5 Jahre mal anstelle der anderen die Stadt zu regieren. Das finde ich schon auch für eine Linke extrem wichtig und diesen Anspruch sollte sich eine Linke auch immer erhalten. Trotzdem ist es schwer, wenn du, also du kannst schwer als politische Partei Menschen da selbst auch noch organisieren. Also einen Protest, der nicht stattfindet, den kannst du auch nicht ausrufen. Ich weiß nicht, ob das
Wenn man die Geschichte der Arbeiterbewegung anguckt, hat man immer den Eindruck, früher hat sowas funktioniert. Aber ich glaube, das funktioniert so auch nicht. Auch die Hartz-IV-Proteste sind ja damals von der PDS nicht initiiert worden. Sondern als wir dagegen gewettert haben, war keiner auf der Straße. Und als sie dann beschlossen worden waren, waren wir selber überrascht, dass plötzlich die Straßen voll waren mit Leuten, die dagegen protestiert haben. Inzwischen hat man den Eindruck, viele haben sich irgendwie daran gewöhnt oder den Mut verloren, dagegen noch ernsthaft auf die Straße zu gehen. Aber die Antennen draußen zu haben und zu gucken, wo ist möglicherweise auch eine organisierbare gesellschaftliche Kraft, um Dinge durchzusetzen, das finde ich für eine Linke schon tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich antworte später noch drauf, aber jetzt haben wir da und da, zumindest habe ich die gesehen. Vielleicht. Ja, ich habe große Mühe mit dem sehr breiten Begriff, den Sie jetzt so links aufmachen und finde, dass in den letzten Jahren, hatte ich das Gefühl, zumindest für die Linken in Deutschland und in Berlin, immer sehr, sehr viel staatliche Lenkung und Keynesianismus gefordert haben und jetzt eine Öffnung hin zu den eher Basisbewegungen, zu vielleicht auch ökologischen, sozialen Bewegungen. Und ich weiß noch nicht, wie man das verbindet. Also da sehe ich nach wie vor auch einen großen Widerspruch, auch in mir selber. Also ich finde diese ganzen Basisbewegungen so wichtig für die Partizipation, für die Demokratie und auch für die Weiterentwicklung der Entwicklung, vor allem gerade auch in ökologischer Sicht. Das ist überhaupt noch nicht so hier jetzt zum Thema gekommen, weil ich denke, eine linke Bewegung muss sich vor allen Dingen auch mit der Ökologie und dem Klimawandel und Energiefragen, Sie haben es kurz angedeutet, beschäftigen. Und da sehe ich überhaupt noch nicht so, wo man da wirklich ansetzen kann, weil ich sehe das weder bei den Gewerkschaften, bei der Sozialdemokratie und sehe das auch nicht ganz bei den Linken. Also ich denke, da die einzufangen, die um ihren Lohn bangen und die einzufangen, die sich einen sozialen Abstieg haben und gleichzeitig die mitzunehmen, die jetzt neue Bewegungen wollen und die wirklich zum Beispiel auch die mit dem Grundeinkommen oder Start-ups, das sind auch ganz verschiedene Milieus und ganz verschiedene Gruppen. Also ich wüsste nicht, dass die sich als links bezeichnen, sondern die eher sagen, wir wollen jetzt erstmal unsere Freiheiten entwickeln und diese Gesellschaft voranbringen oder wir wollen einen ökologischen Umbruch. Aber ich glaube nicht, dass die sich zu den Linken im Wesentlichen zählen. Und diese Diskussion, wie man die führt, die müssten wir, glaube ich, alle zusammenführen. Das weiß ich noch nicht, ob auch die Linke, die Partei, überhaupt da so zu bereit ist. Sie haben ein ökologisches Zukunftsprogramm, das finde ich gut, aber ich weiß nicht genau, ob das reicht, um tatsächlich neue, auch soziale Gruppen und junge Leute zu erreichen. Die Dame, Ja, danke schön. Ich finde... Wenn ich, da Sie ja die Hartz-Proteste angesprochen haben, also was mir sehr auffällt, ist doch der Unterschied zu momentan den Protesten in Frankreich mit der Vehemenz und mit der Breite. Verglichen damit waren die Hartz-Proteste in Deutschland ja doch eher, sagen wir mal, gut gemeint, aber dann doch klein und relativ ephemer. Es wäre natürlich irgendwie der Job einer sich als links verstehenden Partei, meinethalb auch aller drei, zweieinhalb, wenn man die Grünen nur zur Hälfte mitrechnet, zu versuchen, Unmut, der diesbezüglich geäußert wird, ein Stück weit durch politische Kommunikation und organisatorische Anstrengung an sich zu binden und zu verhindern, dass der in sich zusammenfällt, weil das Problem mit Basisbewegungen ist ja, dass die halt immer eine sehr vorübergehende Sache sind und wie man das sozusagen versucht zu verstetigen und das, was man überführen kann, im Prinzip in eigene Strukturen. Dafür gab es ja früher bei der Sozialdemokratie und auch bei den Urvätern und Müttern ihrer Partei halt diverse Vorfeldorganisationen. Also von Falken, die mit dem blauen Hemd, wie hießen sie nochmal, was es da so gibt, nicht, mit ihren schönen Liedern. Das ist heute ziemlich out, aber man könnte ja mal dran arbeiten, für Vorfeld neue Organisationsformen und sowas zu finden. Also das würde ich für wichtig halten. Die zweite Sache, die mir aufgefallen ist bei Ihnen beiden, unglücklicherweise, ist es, ich habe das Gefühl, dass, wenn man von so etwas spricht wie der Linken, ist man nicht die Partei, sondern das gesamte Subjekt, dann ist es doch immer sehr stark...
gerade was Sie da gesagt haben zu irgendwie Wikipedia und Sharing und Commons, ist es sehr stark, dass Projekte jüngerer bis älterer, männlicher, weißer Leute mit Hochschulabschluss, und das, denke ich, ist dann doch nicht unbedingt die Antwort. Und also bei Ihnen beiden, leider, fand ich, kam im Prinzip ein etwas egalitärerer Ansatz links, und auch der Versuch, eben die Leute zu organisieren, die heutzutage doch sehr unterprivilegiert sind, vielleicht das neue Proletariat sind, also die primär ethnischen Minderheiten angehören, und auch zu versuchen, etwas stärker Frauen einzubeziehen, kam bei Ihnen beiden nicht vor. Und ich denke, das ist, was man sozusagen mit den neuen Unterschichten macht, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. An der hängt ein Stück weit ja auch die linke Glaubwürdigkeit, würde ich mal sagen. Vielleicht versuche ich da jetzt auf ein paar Sachen, ein paar Gedanken antworten. Das sind ja keine Fragen in dem Sinn gewesen, sondern wichtige Gesichtspunkte und was ich dazu sehe, sage. Die Frage der linken Breite. Also ich glaube, eine Sache vorweg, weil Sie das angesprochen haben, Sie sind hierher gekommen, um sich sozusagen quasi die Positionen der Linken anzuhören und vielleicht sozusagen die Art des Duktus, wie Sie es gesagt haben, haben Sie das sozusagen gesagt, also als Nicht-Linker, also so wie man sich im Zoo Tiere ansieht. Also, und das ist ja auch okay. Ich glaube natürlich, wie soll ich sagen, es gibt linke Positionen, und da bin ich relativ klar, was ist eine linke Position? Ja? Ich will, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, aus seinem Leben etwas zu machen. Ich will, dass jedes Kind eine Chance hat, egal ob es jetzt, wo es geboren ist, in welchem Stadtviertel es aufwächst, ob ihre Eltern sie fördern können oder nicht, oder egal welchen Namen es hat. Ja, wir wissen ja heute schon, was so etwas anrichten kann. Ich will, dass Menschen in materieller Sicherheit leben, weil das ihnen die Möglichkeit gibt, beweglich zu bleiben und so weiter und so fort. Das sind doch linke Positionen. Ja? Die Analyse unserer Zeit ist jetzt nicht unbedingt eine linke Position, sondern es ist doch eigentlich eine Notwendigkeit, die unabhängig davon, welche politischen Haltungen oder weltanschaulichen oder grundsätzlichen Orientierungen hat, notwendig ist. Ja? Aber es ist natürlich miteinander verbunden. Ich muss ein akkurates Bild der Wirklichkeit haben, um ihr auch nur einigermaßen sagen zu können, wie ich unter der jeweils neuen oder konkreten Wirklichkeit linke Positionen verwirklichen will. Ja, weil wenn ich ein falsches Bild von der Wirklichkeit habe, dann wäre irgendwie zwar vielleicht meine Positionen erstreben, aber irgendwie gegen die Wand laufen, nicht? Also oder wo, was auch immer. Insofern glaube ich, dass man diese Frage der politischen Position und der Analyse eigentlich der Wirklichkeit, ja, des Versuchs eines akkuraten Bildes der Wirklichkeit ein bisschen auseinander bekommen muss. Das nur als sozusagen Hinweis, Sie können trotzdem noch enttäuscht sein. Ist ja auch okay. Sie haben auch die Frage mit der Breite angeschnitten und geschnitten, und das haben ja einige hier getan. Wenn ich von einer linken Breite rede, dann ist das natürlich, wann immer man etwas sagt, hat man ja auch immer ein Gegenbild vom Kopf. Ja? Und wir kennen alle, und Sie sollten sich mal andere Linke anschauen, so linke Unarten, die da so sind, der eine Linke sagt, ich bin der echte Linke, und alle anderen sind keine echten Linken. Ja? Also sozusagen links sind immer nur ich und im schlimmsten Fall links sind immer nur ich und meine drei besten Freunde, und alle anderen, die sonst glauben, dass sie links sind, sind in Wirklichkeit Verräter oder sonst irgendwas. Ja? Also ich bin ein großer Freund des großen, breiten Bootes, ja? Weil erstens mal habe ich auch nicht die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Das heißt, es gibt durchaus andere, die vielleicht auch was wissen, die sozusagen deren Position auch bedenkenswert ist und so weiter und so fort. Und darüber hinaus brauche ich ja, um eine Gesellschaftsänderung bewirken zu können, ganz viele Menschen, ja, die mit mir an einem gleichen Strang ziehen. Und das heißt ja auch, dass ich
die nicht nur, was weiß ich, sozusagen in meinen Schlepptau nehmen will, sondern dass ich sie ernst nehmen muss, dass ich sie respektieren muss, dass ich sozusagen auch akzeptieren muss, dass jemand vielleicht anders, woanders herkommt als ich und eine andere Lebenskultur hat und einen anderen Stil und dass mich das auch irgendwie bereichert. Es ist wahnsinnig schwer mit einem apparatgestellten Gewerkschafter, was weiß ich was, sie haben einen Ticken anders, ja, aber das ist ja interessant und zum Beispiel der Klaus hat hier einen also schreibt hier mit einem Kugelschreiber der Vatikanischen Post. Ja. Ist mir aufgefallen, ja, und dort sitzt ja auch ein Verbündeter und in den letzten Jahren habe ich, ganz viel, und Monaten habe ich ganz viel auch mit Leuten aus der Caritas und aus diesem Bereich, also kirchlich orientierten, humanitär motivierten, christlich motivierten Leuten zusammengearbeitet und nicht nur ich, sondern auch sozusagen, und da bin ich bei Ihnen, ganz viele Menschen auch aus dem Zuwanderermilieu, auch aus der Refugee-Bewegung, also Flüchtlinge, die sozusagen für sich eben das Recht, nicht nur, dass wir ihnen helfen und pipapo, sondern dass sie sozusagen das Recht haben, echte Subjekte zu sein und selbst gehört zu werden und so weiter. Und wie schwer war es für die Refugees zu begreifen, dass die Caritas auf ihrer Seite steht, mit ihrer ganzen paternalistischen Art auch und sozusagen diese Kultur zu akzeptieren und wie schwer war es wiederum für die Caritas zu akzeptieren, dass die Leidenden jetzt nicht nur still leiden und dankbar sind, dass man ihnen hilft, sondern dann auch gekehrt werden wollen. Ja? Und wie schwer war die Caritas für die Caritas, mich zu verstehen und vice versa, aber ich glaube, wir haben alle in diesen Jahren sehr viel gelernt, ja? Und das, insofern bin ich ein großer Freund des breiten Zeltes. Ja? Wo doch, wenn man dann über diese Dinge redet oder sich sozusagen über viele Dinge auseinandersetzt, man ja dann meistens eh drauf kommt in dieser sogenannten Linken von was weiß ich, von bis, ja, dass man sich über 90% einig ist und über 10% ist man sich uneinig. Ja. Und da ist halt dann die Frage, wir Linke sind da sehr talentiert darin, dann auf die 10% alle Ton zu legen und sagen, die 10% sind das Wichtigste und dann haut man sich die Schädel ein, statt dass man sagt, okay, 90% sind wir uns einig und dann sind wir uns in ein paar Sachen, wir sind ja sozusagen nicht, wozu soll das überhaupt gut sein, dass wir alle gleich sind? Ja? Also so in diesem, also egalitär schon, aber gleich, warum sollen wir alle geklont sein und das Gleiche denken? Ja? Bringt doch niemandem etwas. Ist doch auch irgendwie spannend triggert, wie man heutzutage sagt, ja auch so etwas wie Kreativität. Ja? Und ja, damit höre ich schon mal auf, glaube ich, an der Stelle. Ich will es eigentlich nur kurz ergänzen, weil diese Beispiele, die Robert genannt hat, mir natürlich auch sofort durch den Kopf gegangen sind. Also wenn es darum geht, hier Bedingungen zu schaffen, wo die geflüchteten Menschen anständig untergebracht werden, wer waren da unsere Verbündeten? Das war dann relativ überschaubar, aber die christlichen Kirchen waren dabei. Wenn ich jetzt über andere Dinge rede, nämlich über Ethikunterricht, da werde ich mich mit ihnen nicht verständigen können. Das finden die keine so gute Idee, da wollen sie ihren Religionsunterricht behalten. Das heißt, je nachdem, um die Lösung welches Problems es geht, komme ich mittlerweile in die Situation, mir möglicherweise Bündnispartnerinnen und Bündnispartner suchen zu müssen, von denen ich vorher gar nicht geahnt hätte, dass sie das mal sein werden. Ansonsten habe ich da grundsätzlich einen extrem unpaternalistischen Anspruch an Politik. Also ich sage jetzt nicht, irgendwie wählt uns und dann macht mal selber, also das meine ich damit nicht. Also wenn man politisch arbeitet und wenn man tatsächlich auch um Mehrheiten kämpft und versucht, aus diesen Mehrheiten auch Politik zu machen, muss daraus auch irgendwas resultieren. Da muss man auch seine Arbeit machen, das ist schon klar. Aber mein Anspruch ist, ich habe das vorhin versucht anzudeuten, eigentlich Bedingungen zu schaffen, damit die Leute ihre Sachen selber in die Hand nehmen können. Und da würde ich Ihnen zumindest an einem Punkt widersprechen. Also die Menschen, die jetzt hier angepackt haben, als diese Stadtregierung nicht in der Lage war, den Geflüchteten hier ein ansatzweise anständiges Unterkommen und Auskommen zu organisieren. Diese Initiativen, das waren, weiß Gott, nicht nur weiße studierende Mittelschichtsangehörige oder studierte Mittelschichtsangehörige, sondern es ging quer durch die Bevölkerung. Und das Ziel, nämlich die Geflüchteten nicht zu Objekten, sondern zu Subjekten zu machen, das war auch eine Angelegenheit, die nun alles andere sozusagen als von weißen Mittelschichtsangehörigen, also ich will damit sagen, der Fokus geht schon viel querer durch die Gesellschaft, als es den Eindruck hat, wenn man über Technologien oder über Sharing redet. Und wer sind denn diejenigen, die nach anderen Lösungen suchen, ihr Leben zu organisieren? Wer ist denn als allererstes betroffen von der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses? Das sind in der Regel nicht die Männer,
So, wer hat denn mit den Problemen zu kämpfen und überlegt sich deswegen möglicherweise auch kooperative Lösungen? Alleinerziehende Mütter, wenn sie versuchen müssen, mit den Problemen klarzukommen, die an ihnen kleben bleiben, weil sie eben nicht die Absicherung haben, weil sie eben nicht die funktionierende Familienstruktur haben, in der dann möglicherweise Sorgearbeit auch eher traditionell verteilt ist. Aber es ist ja nicht mehr überall. Es soll ja auch inzwischen schon Haushalte geben, in denen die Sorgearbeit doch recht gerecht unter den beiden Geschlechtern aufgeteilt wird. Also mir geht es da explizit nicht um einen bestimmten, doch sehr privilegierten Teil der Gesellschaft, sondern eigentlich sollte der Anspruch für linke Politik nach meinem Verständnis sein, gerade dafür zu sorgen, dass wo aufgrund unterschiedlichen geschlechtlichen, ethnischen oder sonstigen oder auch Bildungsstatus Ungleichheiten existieren, dafür zu sorgen, dass diese Ungleichheiten möglichst beseitigt werden und die Leute ihre Probleme selbst anpacken können. Und Sharing Economies im progressiven Sinne sind ja nicht nur Uber oder all die anderen, die jetzt versuchen, sozusagen Plattformkapitalismus-Geschäftsmodell draus zu machen, sondern es sind tatsächlich vielfach diejenigen, die versuchen, weil sie mit den alltäglichen Problemen konfrontiert sind, sich neue Lösungen zu suchen und die da auch so ein bisschen diejenigen sind, die ja auch die Trüffelschweine spielen, und zwar beiderlei Geschlechts- und Hermaphroditen, wie Monty Python sagen würden. Also bei den Treffen, wo sich über solche Dinge verständigt wird, stelle ich eben fest, es ist eben oftmals nicht der weiße, gebildete Mittelschichtsangehörige, sondern genau dort findet eine ganz andere Form gesellschaftlicher Breite und Beteiligung statt. Und im Übrigen ist mein Eindruck auch, wenn sowas organisiert wird, dass die Akteure, die das machen, sich dieses Problems sehr wohl bewusst sind. Und das dann versuchen, mit entsprechenden Möglichkeiten auch auszugleichen. Also bei uns in der Partei gibt es diese strikten Quotierungsregelungen und so weiter. Naja, ich meine, ich bin kein Fan von Quotierungen, es sind Krücken. Aber es ist die einzige Krücke, die wir haben. Und deswegen will ich immer dafür eintreten, dass wir diese Krücke jetzt sozusagen auch durchexerzieren. Knallhart und gnadenlos. So, ne? Weil das natürlich dann auch uns in die Situation versetzt, darüber nachdenken zu müssen, wie partizipativ, wie breit sind wir denn wirklich oder machen da nicht tatsächlich nur weiße Cis-Männer Politik und zwar nach den Konditionen, die sie kennen und die sie selber gelernt haben. Das meine ich auch mit dem Anspruch an linke Selbstveränderung, an sich selbst in Frage zu stellen. Und das ist eben dann eben auch ein Punkt. Eine Linke, früher war das eben immer so, die Emanzipationsvorstellung mündete am Anfang darin, dass eine Klasse es für die gesamte Menschheit macht. Als die Klasse sich nicht reinschickte, hat es dann die Avantgarde der Klasse gemacht, nämlich die Arbeiterpartei. Also wir nehmen das jetzt mal Hand und organisieren das alles für euch. 1989, 90 ist das dann irgendwie dann doch abgeräumt worden, diese Vorstellung. Und ich glaube, dass Emanzipation in der Tat nur funktioniert, dass selbst durch Selbstermächtigung der Leute, nicht als ein Projekt, was man von oben sozusagen als Glückseligmachungsprojekt über die Menschen bringt. Insofern, wenn überhaupt, muss es darum gehen, Leute in die Lage zu versetzen, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Wir haben, glaube ich, gar keine Wortmeldung mehr, aber ich finde das gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt so langsam ins, was sagst du, wenn wir ins Geplauder bei... Ins Geplauder beim Glas Wein oder beim Glas Bier oder beim Kaffee oder beim Wasser, ja, können wir das gerne tun. Ja. Aber wir wollen natürlich auch niemanden abbrechen, denn... Das macht doch nicht. Es ist doch... Ja, dann mach doch du die Schlussabsage. Weil ich weiß nicht, ob ich eine Schlussabsage machen muss. Ich meine, der Schlussabsage, die Frage ist ja auch sozusagen, ich glaube, ein ganz entscheidender Moment ist natürlich auch eine Sprache zu sprechen, die sozusagen connected mit den normalen, breiten Menschen. Also sozusagen, dass wir uns nicht abkapseln durch Sprache in irgendwelchen Milieus. Ja? Lass es uns mal so formulieren. Ja? ob die Menschen jetzt breit oder dünn oder groß oder klein sind, ist jetzt dafür unabhängig. Ja? Weil das nicht, ist mir jetzt bei den weißen Cis-Männern aufgefallen. Ja? Ich würde mir sagen, wir müssen bunt sein und jeder muss, und es dürfen nicht immer die gleichen sprechen und nicht immer die man sozusagen, die schon diesen bestimmten Typus des Talking Heads oder was auch immer haben. Und insbesondere auch, was weiß ich, Diskriminierungen, die man gar nicht wahrnimmt, weil sozusagen die Diskriminierung so natürlich angesehen wird, weil es immer gegeben hat, die sind die am meisten zu bekämpfenden Diskriminierungen, das ist schon alles klar. Ja, aber das ist ja wurscht. Ich glaube, die Frage der Sprache der Linken, die Frage der Sprache, wie man die Leute gewinnt, da ist ja auch da sind wir ja beim Ausgangspunkt wieder, wo ja die Rechte extrem gut ist. Ja, die Rechte ist ja ganz extrem gut dran, Sprache zu prägen, mit Sprache zu kämpfen, unsere Begriffe zu
einerseits unsere Begriffe zu stehlen oder zu diskreditieren oder sozusagen ihre neue eigene zu entwickeln und damit auch sozusagen das, wie über Dinge in einer Gesellschaft gesprochen wird, zu framen, also zu bestimmen, ja? Und damit sozusagen schon mal eine Art von Feld zu entwickeln. Ja? Und da, ja klar, wir haben damit bin ich schon bei dem. Es sind natürlich extrem viele Dinge anzugehen. Ja? Es sind ganz, also wenn man jetzt, was heißt anzugehen? Es ist, überall sind Baustellen, ja? Überall sind Baustellen. Auf der Frage, wie man spricht, wer ist involviert, wie ist die demokratische Situation innerhalb der Linken selbst, ja? Wie ist es, wenn man regiert, und gleichzeitig trotzdem eine Bewegungspartei ist, ja? Es ist ja selbstverständlich, dass man dann auch viele enttäuscht, es ist selbstverständlich, dass die Leute, mit denen man eigentlich an einem Strang zieht, gleichzeitig dann vielleicht sogar gegen einen selber demonstrieren. Da stellt sich die Frage, wie geht man damit um, sieht man die eigentlich als Unterstützer an oder ist man beleidigt, wenn man doch so viel tut für die gemeinsame Sache und jetzt wird man auch noch kritisiert. Also da gibt es ja tausend Dinge und es wird immer tausend Dinge geben. Es ist so, ist nicht so, dass man sozusagen, wenn wir uns jetzt anstrengen, auf alles eine Antwort geben, dann haben wir auf alles eine Antwort geben und kaum sind wir damit fertig, sind schon wieder tausend andere Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Das wird immer so sein und das ist ja auch irgendwie gut so und deswegen hören wir jetzt zum Reden auf. Genau. Dankeschön, danke, dass Sie gekommen sind.